Wir wollen ein Gespräch über Gerechtigkeit und Gleichheit führen. Dieser Titel war etwas umstritten. Gespräch ist überhaupt nichts Mitreisendes. Passt gar nicht auch zu der Eröffnung dieser Veranstaltung, die Aufrufe an Parteimitglieder enthalten hat und ähnliche wohllöbliche und absolut von mir eingesehene Notwendigkeiten. Ich bin aber ganz froh, dass wir uns durchgesetzt haben, weil es gab noch ein persönliches Submotiv, dass nämlich der Ausnahmefall, ein Ausnahmefall in dieser Stiftung, der nur von lokaler Bedeutung ist, stattfindet. Hier sitzen nämlich drei Soziologen unterschiedlichen Entwicklungsgrades und das kommt ganz selten vor in der Stiftung. Normalerweise waren das ganz andere Sorten von Wissenschaftlern, die dort leider immer dominiert haben. Das Gespräch knüpft an, um an eine gewisse Entwicklung der Bearbeitung dieses Themas durch diese ja, ständig wachsende Einrichtung Rosa-Luxemburg-Stiftung. Die erste große Veranstaltung, die diese Stiftung gemacht hat im Jahr 2000, und die sich mit diesem Thema beschäftigt hat, hatte die Überschrift Gerechtigkeit oder Barbarei. Dass von Gerechtigkeit die Rede war, leicht zu erkennen, war ein Ersatzwort für das Wort Sozialismus, weil die Formel kam von der Namensgeberin Rosa Luxemburg. Sozialismus oder Barbarei. Es passte aber auch in die damalige Zeit, weil eine Betonung der moralischen Fragen ausgesprochen wichtig gewesen ist zu diesem Zeitpunkt, wo man auch gehofft hat, dass es möglich ist, mit einer anderen Regierungskonstellation eine Politik zu bekommen, die ungleichheitsschädlich ist, gleichheitsfördernd ist, eine Wende einleitet nach einem Jahrzehnt, das von vielen als ein Triumphzug einer Ungleichheitspolitik erschienen ist. Das war also insofern eine politische Formulierung, die auch sehr viel Resonanz hatte zu der damaligen Zeit. Ein paar Jahre später, 2006, gab es eine Veranstaltung in Frankfurt am Main, die hieß Ungleichheit als Projekt, ist auch wesentlich von der Stiftung ausgegangen. Stefan Lessenich war damals auch dabei. Und diese Tagung war gekennzeichnet von der Ernüchterung über die Politik und über das Fehlgehen dieser Hoffnung. Es gab alles andere als eine Wendung zu einer Gleichheitspolitik, sondern es kam zu einer, ich will mal sagen, Kodifizierung einer Art von Ungleichheitspolitik. Es kam zu dem, was David Harvey sehr viel später, glaube ich, zwei Jahre später dann als Ungleichheit als Klassenprojekt beschrieben hat, als er über den Neoliberalismus gesprochen hat. Und dann im Jahr 2014 ist etwas passiert, was jetzt nicht den Charakter einer Tagung gehabt hat, aber was wir hier auch aufgegriffen haben, und es gibt eine parallele Veranstaltung dazu, nämlich die Publikation von Thomas Piketty, wo er den großen verteilungspolitischen Defekt, wie Hans-Jürgen Urban das gerade in der Debatte bezeichnet hat, thematisiert hat, nämlich diesen Blickwechsel vorgenommen hat in seinem Buch Capital im 21. Jahrhundert, den Blickwechsel auf die Zeit zwischen 1913 und Mitte der 70er Jahre, wo viele, die, sagen wir mal, in diese Jahre noch miterlebt haben oder kurz darauf noch unter dem Einfluss dieser Jahre gestanden haben, viele als Jahre empfunden haben, in denen es tatsächlich zu einer Angleichung zumindest der Einkommens- und Vermögensverhältnisse gekommen wäre. Piketty hat gesagt, das ist keine Grundtendenz, sondern es war eine Ausnahme. Es war eine große historische Ausnahme
Und das, was seit dieser Zeit kommt, ist tatsächlich wieder so etwas Ähnliches wie Normalität, nämlich die Vergrößerung von Ungleichheiten in den Einkommensverhältnissen und in den Vermögensverhältnissen. Sehr viel mehr hat er nicht gesagt in diesem Buch, das war der Point dieser Sache. Die hat aber ganz außerordentliche Wirkung gehabt, aus vielen Gründen, denen wir jetzt hier nicht nachgehen wollen. Sie hat mich aber doch veranlasst, diese Frage, die damit neu auf dem Tisch gewesen ist, auch den Diskutanten hier mitgeben zu wollen. Ansonsten ist es Ihre Sache, zunächst mal zu diskutieren, jeder über 10 bis 15 Minuten mit einem Intro. Die Neugierde darauf, nicht etwa, ob Piketty recht gehabt hat oder nicht, sondern die Neugierde darauf, ob man etwas sagen kann darüber, wie sich die Verhältnisse von Gleichheit und Ungleichheit nach dem heutigen Wissensstand, auch in der sozialwissenschaftlichen Analyse unterschiedlicher Herkunft, wie sich das entwickeln wird, soweit man das soweit man darüber nachdenken kann. Ich will zu den Referenten oder zu den Diskutanten, wäre besser, ein kurzes Wort sagen. Sie werden das zum großen Teil wissen, es stand ja auch in der Ankündigung. Wolfgang Engler, zu meiner Rechten, ist Soziologe. Er ist, glaube ich, muss irgendwie einen ganz großen Teil seines Lebens an der Schauspielschule verbracht haben. Zunächst als Lehrtätig, als Lehrer und als Wissenschaftler, dann als lange Jahre, ja ein Jahrzehnt jetzt wohl, oder ein gutes Jahrzehnt als Rektor. Er hat sehr viel publiziert, er ist, glaube ich, ich komme ja auch aus dem westlichen Bereich, er ist vor allem über seine Arbeiten über die DDR und über Ostdeutschland einem breiteren Publikum natürlich dann bekannt geworden. Aber für uns ist ergänzend dazu, denke ich, vor allem das Buch, was er stückweise auch als Lektüre angegeben hat, glaube ich, von großer Bedeutung, Bürger ohne Arbeit, mit einem Untertitel, in dem das Wort radikal vorkommt, als Neugestaltungskonzept bekannt geworden und hat es dann auch in weiteren Publikationen fortgesetzt, hat aber auch ganz andere Publikationen gemacht. Lüge als Prinzip, ein wunderbarer Titel, in dem über Authentizität, über Echtheit, über all diese Dinge, die mit Kommunikation zusammenhängen und die man betrachten kann, bearbeitet wurden. Zu meiner Linken sitzt Stefan Lessenich. Ich habe gemerkt, als ich deine Webseite angesehen habe, dass wir genau dasselbe studiert haben, an genau demselben Ort in Marburg, dieselben Fächer. Ich war völlig verblüfft. Dann habe ich dann auch noch gemerkt, dass wir an derselben Universität extern oder auswärts promoviert haben in Bremen. Dann hören die Gemeinsamkeiten schlagartig auf und haben sich erst später wieder hergestellt. Stefan ist Soziologe, zunächst in Jena, sehr lange Zeit. Dort hat er auch das sehr wichtige Kolleg Postwachstumsgesellschaften mitbearbeitet und darin gearbeitet und ist dann mittlerweile in München gelandet. Sein Schwerpunkt ist natürlich vielfältig, aber vor allem immer wieder Sozialstaat, Sozialpolitik, Wohlfahrtsstaat, diese Seite hier. Ergeben sich Gründe, warum wir zu diesem Thema diese Kollegen hier eingeladen haben. Ich will natürlich noch sagen, dass du auch Vertrauensdozent der Rosa-Luxemburg-Stiftung bist und daneben, das ist jetzt nicht so wichtig, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Soziologie bist und eine lange Zahl von Gremien und Aktivitäten dokumentierst, in denen du arbeitest. So viel als Vorrede. Wir haben uns darauf geeinigt, dass Stefan beginnt.
Und ihm muss ich jetzt sagen, dass er das Mikrofon richtig halten muss und dass er das wieder ablegen muss, damit es nicht so die Aufnahme stört auf diesen kleinen roten rote Beigabe, die dein Tisch hat. Stefan. Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung heute. Danke fürs Kommen. Ich glaube, niemand weiß genau, was so ein Gespräch über Gerechtigkeit und Gleichheit, wo das eigentlich hinführen wird. Im Nachgespräch wirst du mir nochmal erläutern müssen, was Soziologen unterschiedlichen Entwicklungsgrads sind. Das würde mich dann noch interessieren. Und ansonsten ich muss darauf hinweisen, dass meine Ausführungen heute etwas aktualistisch verzerrt vielleicht sind. Also vor einiger Zeit hätte ich diese Piketty-Frage aufgenommen und vor allem über soziale Ungleichheit und Gerechtigkeitskonstellationen in der OECD-Welt gesprochen. Und heute möchte ich ein bisschen stärker das Rahmen durch das, was ich nennen würde, die seltsam abwesende Anwesenheit globaler sozialer Ungleichheit in der bundesdeutschen Öffentlichkeit und in unserem Leben über die vielen hundert Menschen, die jeden Tag versuchen, die Festung Europa zu erklimmen und dabei ja zu nicht geringen Teilen dann eben auch das Leben lassen. Und ich denke, das ist ein Ausdruck, ein Effekt von sozialen Ungleichheitsstrukturen, die hiesigen Ungleichheitsstrukturen überformen und beeinflussen. Und ich glaube, sie werden es in Zukunft noch viel stärker tun. Und deswegen würde ich das gerne mit in den Mittelpunkt meiner Ausführungen stellen. Ich denke, wenn man über soziale Ungleichheit spricht, dann ist das Erste eigentlich das Rätsel, warum es nicht mehr Empörung über die soziale Ungleichheit in unserer Gesellschaft gibt. Immerhin leben wir in einer Gesellschaft, der Soziologe würde sagen, mit strukturierter sozialer Ungleichheit. Das heißt, die sozialen Ungleichheitsstrukturen sind nicht zufällig so, wie sie sind, sondern sie sind historisch gewachsen, sie sind sozial beeinflusst, sie sind politisch beeinflusst. Und die Ungleichheitsstrukturen in dieser Gesellschaft reproduzieren sich in sehr starker Weise über Jahrzehnte. Es gibt also durchaus verfestigte soziale Ungleichheit, also Positionen im Raum der sozialen Ungleichheit, die sich in einem Leben eines Menschen nicht so stark ändern und die sich womöglich auch über Generationen hinweg in sozialen Milieus kaum verändern. Und da ist die Frage, warum nicht mehr Empörung, nicht mehr Widerstand gegen diese Ordnung der sozialen Ungleichheit? Also eine Ordnung, in der man sich immer wieder tendenziell an derselben Stelle wiederfindet und wo die Privilegierten über lange historische Zeiträume privilegiert bleiben und die Unterprivilegierten unterprivilegiert. Und ich glaube, wenn wir jetzt über die letzten Jahrzehnte sprechen und über die Situation hierzulande oder in Europa, dann denke ich, ist einer der Gründe, einer von vielen Gründen, dass gesellschaftliche Mehrheiten und sozusagen mein Arbeitsschwerpunkt ist ja genannt worden, also der Wohlfahrtsstaat hat und die wohlfahrtsstaatliche Verfasstheit der kapitalistischen Gesellschaftsordnung in den hochindustrialisierten Gesellschaften in Europa und zum Teil auch in Nordamerika nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, einer der Gründe für die, man kann sagen geringe oder man kann auch sagen mangelnde Empörungsbereitschaft über Strukturen sozialer Ungleichheit, die sich verfestigen und reproduzieren, liegt darin, dass wir hierzulande mit dem hiesig institutionalisierten Wohlfahrtsstaat mit der Ungleichheitsstruktur dieser Gesellschaft relativ gut leben können. Jedenfalls gesellschaftliche Mehrheiten können mit der Ungleichheitsstruktur, so wie sie sich entwickelt hat und wie sie sich alltäglich reproduziert, relativ gut leben. Ich bin jetzt in München. Dort ist die Idee des Fahrstuhleffektes entwickelt worden. Also, dass Ungleichheitsstrukturen, Ulrich Beck war das, die Idee, Ungleichheitsstrukturen in Gesellschaft sind relativ stabil, aber der Wohlstand der Gesellschaft steigt insgesamt sozusagen das durchschnittliche Einkommen auch und in einer Gesellschaft, die sozusagen die Wohlstandsflut angehoben hat im Gesamtniveau der Ungleichheitsstruktur, lässt es sich in einer schlechteren, unterprivilegierten Position einfacher leben als in einer Gesellschaft, die insgesamt über wenig Wohlstand verfügt. Also meine These wäre, dass wir in den
hochentwickelten kapitalistischen Demokratien des, ich sage es jetzt mal so, globalen Nordens, jedenfalls gesellschaftliche Mehrheiten hier relativ gut eben mit diesen massiven und verfestigten sozialen Ungleichheiten leben. Ein Hoffnungsschimmer, was jetzt in puncto mehr Empörung weisen könnte, ist, dass darauf haben zwei wichtige Soziologinnen hingewiesen, Luc Boltanski und Yves Capello, in ihrem Buch Der neue Geist des Kapitalismus, dass der Kapitalismus gerade in seiner ungleichheitsproduzierenden Gewalt eine immer rechtfertigungsbedürftige Ordnung ist. Der Kapitalismus und die sozialen Ungleichheitsstrukturen, die in kapitalistischen Gesellschaften eingerichtet werden und sich reproduzieren, dürfen immer wieder der Rechtfertigung und zwar nicht zuletzt angesichts dessen, dass starke gleichheitsorientierte Wertideen eingerichtet sind gleichzeitig in den hochentwickelten kapitalistischen Gesellschaften. Also die Wertidee der Demokratie und der gleichberechtigten Teilhabe an den Entscheidungsprozessen über die Gestaltung der Gesellschaften, das impliziert eigentlich auch ein grundsätzliches Interesse an einer materialen Angleichung von Positionen und Lebenschancen in Gesellschaft. Man kann aber auch sogar sagen, das christliche Erbe und sozusagen eine basale Überzeugung von menschlicher Gleichheit vor Gott ist ein gleichheitsorientierter Maßstab, an dem sich kapitalistisch produzierte Ungleichheit immer wieder auch messen lassen muss und gegenüber der sie sich rechtfertigen muss. Und das erklärt, glaube ich, auch den massiven ideologischen Aufwand, der ja nach wie vor betrieben wird, um die kapitalistische Ungleichheitsstruktur zu rechtfertigen. Eben angekommen auf dem Hauptbahnhof Nähe Friedrichstraße war es dann ein Plakat der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die sich bemüßigt fühlt, Geld dafür zu zahlen, dass sie werben kann mit einem Spruch von Konrad Adenauer. Persönliche Freiheit ist und bleibt das Wichtigste. Es scheint, und Sie kennen die entsprechenden Kampagnen, Sie kennen entsprechende Diskurse im politischen Raum, also wie segensreich die kapitalistische Wirtschaftsordnung ist und wie sie beispielsweise eben alle Boote anhebt, wenn wir uns richtig verhalten. Es gibt offensichtlich für diese verfestigten Ungleichheitsstrukturen einen Rechtfertigungsbedarf und der ist jedenfalls der Hoffnungsschimmer meines Erachtens für eine möglicherweise zunehmend größere Empörung und das glaube ich nämlich dann, wenn uns hierzulande auch die globalen sozialen Ungleichheitsstrukturen noch stärker in ihren Effekten und Auswirkungen erreichen, als das gegenwärtig noch der Fall ist. Angesichts dieser hohen Rechtfertigungsbedürftigkeit würde ich sagen, die Strategie müsste sein, in die Legitimationslücken dieser kapitalistischen Gesellschaftsordnung sozusagen vorzustoßen. Das heißt, bestimmte ideologische Vorstellungen von Gerechtigkeit, die in dieser Marktgesellschaft angeblich herrschen soll oder verfolgt wird, die dann auch sozusagen ideologisch zu konterkarieren mit Gegenentwürfen. Ich möchte zwei zentrale Gerechtigkeitskonzepte, mit denen hierzulande operiert wird, wenn von Gerechtigkeit in der liberalen Marktgesellschaft sozusagen apologetisch gesprochen wird. Zwei möchte ich kurz thematisieren und kritisieren. Zentrales Normativ dieser Gesellschaft ist die Leistungsgerechtigkeit. Das ist ein Punkt der Rechtfertigungsordnung der kapitalistischen Marktökonomie und ihrer Verteilungseffekte, dass doch am Ende diejenigen mehr haben, die auch mehr leisten. Hier, denke ich, ist eine zentrale Schneise der Kritik und der Empörung der Intervention, den Leistungsbegriff zu befragen und immer wieder darauf hinzuweisen, dass die Leistungschancen in dieser Gesellschaft ungleich verteilt sind, und zwar systematisch ungleich verteilt sind. Also die Leistung zu erbringen, die man auch noch in ihrer Begrifflichkeit hinterfragen müsste, die Leistung zu erbringen, die in dieser Gesellschaft für eine Besserstellung, Privilegierung in der gesellschaftlichen Position sorgt, die Möglichkeit, solche Leistungen zu erbringen, also vernünftige Arbeit zu bekommen, ein Erwerbsleben lang relativ stabil beschäftigt zu sein, Bildungsabschlüsse zu tätigen, die dann auch eine entsprechende Marktposition ermöglichen. Diese Leistungschancen sind systematisch und strukturell ungleich verteilt. Deswegen ist von Leistungsgerechtigkeit zu sprechen gleichzeitig auch eine Abblendung dieser ungleichen Struktur von Leistungschancen in der Marktgesellschaft. Und ein zweiter Punkt, eine zweite Gerechtigkeitsidee, die mir negativ am Herzen liegt, ist die der Generationengerechtigkeit. Sehr beliebt in den letzten zwei Jahrzehnten, überhaupt sehr beliebt eine Demografisierung von sozialen Fragen, also dass die Verteilungsfragen nicht mehr zwischen oben und unten, arm und reich oder prekär und sicher verlaufen würde, sondern zwischen alt und jung.
Das ist eine, wie ich glaube, sehr intentionale Ausblendung von realen Verteilungsfragen und der Versuch, die Verteilungsfrage sozusagen in die Zukunft zu projizieren. Also nicht heute soll eine Verteilungsgerechtigkeit hergestellt werden zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Positionen, sondern über die Zeit hinweg. Heutige Generationen von jüngeren Menschen müssen dieselben Lebenschancen haben wie jüngere Menschen vor 50 oder 100 Jahren. Das wäre niemandem in Sinn gekommen, noch vor 10 oder 20 Jahren so eine ahistorische Gerechtigkeitsforderung aufzustellen. Sondern ich denke, das muss man konterkarieren mit der Idee, dass heute jeweils im Querschnitt sozusagen gegenwärtig eine maximale Verteilungsgerechtigkeit erreicht werden müsste. Das Problem ist allerdings, dass einerseits solche diskursiven Einsätze gefragt sind, also gegen die Ideologeme der Marktgesellschaft, Leistungsgerechtigkeit, Generationengerechtigkeit und Ähnliches einzutreten und dort andere Wertideen in Anschlag zu bringen. Aber das Problem ist, dass Reden nicht reicht, sondern dass offensichtlich auch Handeln angesagt wäre. Und in der Frage ist meines Erachtens die Linke, und das jetzt groß, klein und wie auch immer geschrieben, nach wie vor relativ schwach. Wie gesagt, die Frage der Empörung und sozusagen auch der institutionalisierten Empörung gegen Ungleichverhältnisse hierzulande ist relativ unterausgeprägt. Und ich glaube, das hängt, und das möchte ich auch ein bisschen provokativ vielleicht sagen, das hängt mit dem zusammen, was ich einleitend gesagt habe, nämlich mit unserer global gesehen relativ guten Situation, was die Verteilung von Lebenschancen angeht. Und ich denke, dass hier gefragt wäre, nicht nur ideologisch und von unseren Wertideen, die wir formulieren, auf mehr Gleichheit und auf eine egalitäre Politik zu drängen, sondern auch tatsächlich in unserem Handeln das mit einzubeziehen und gerade die globalen sozialen Ungleichheitsfragen mit einzubeziehen. Und auf dieser, das wäre dann der letzte Punkt, Rainer, in dieser Hinsicht, denke ich, wäre es ein zentraler Schritt, genau die Hintergründe beispielsweise von Migrationsströmen, die wir jetzt gegenwärtig erleben und die auf den Tiefen, auf dem Boden des Mittelmeers enden, diese nicht nur soziologisch und wissenschaftlich, sondern auch im politischen Raum entsprechend zu thematisieren und entsprechend auch politische Initiativen zu ergreifen, die genau auf diesen Punkt zielen. Dass Rechtfertigungsbedarf besteht, das sieht man jetzt anhand dessen, was die EU plant, also schärferes Durchgreifen gegen Schlepperbanden, und Großbritannien ist bereit, das Flaggschiff seiner Kriegsmarine ins Mittelmeer zu entsenden, unter der Bedingung, dass die Flüchtlinge, die aufgenommen werden, nicht nach Großbritannien, sondern nach Italien gebracht werden. Man sieht also, da gibt es Rechtfertigungsbedarf, dass die globale soziale Ungleichheit, die dort auf dem Mittelmeer ihren Ausdruck findet, muss irgendwie bearbeitet werden. Und sie wird bearbeitet nicht mit einem Zweifel an der Realisierung von Wertideen im Rahmen der Europäischen Union und nicht mit einer Überlegung, wie kann man ein menschenwürdigeres und gerechteres Migrationsregime etablieren, sondern sie wird bearbeitet in der Art und Weise, wie können wir politisch, aber eher polizeilich und militärisch unsere Grenzen sicherer abschotten und unseren Wohlstand hier verteilen, ungleich verteilen, aber nicht auch noch die Verteilungsfrage mit globalen Ungleichheitsproblemen überlasten. Und hier finde ich, wäre viel stärker gefragt, dass wir als Linke thematisieren, was die Hintergründe solcher Migrationsströme sind und welchen Anteil die westlich-kapitalistische Entwicklungsgeschichte an diesen Migrationsströmen hat. Wir müssten viel stärker betonen, die Kolonialgeschichte des Kapitalismus, die Kolonialgeschichte auch unserer privilegierten Position im globalen Verteilungsspiel. Wir müssten viel stärker betonen, wenn klassische Überlegungen von, ach, die Basisinstitutionen der westlichen Moderne, Marktwirtschaft, Demokratie, Massenkonsum müssen überall hin transportiert werden, dann haben wir hierzulande auch keine größeren Migrationsprobleme. Wir müssen thematisieren, dass diese Grundideen der Moderne, auch die Frage der Staatsbürgerschaften, der Staatsbürgerrechte, die an sozusagen ein Wertmaßstab in der Selbstbeschreibung dieser Gesellschaft sind, dass die nur darauf beruhen, dass wir uns abschotten und abgrenzen gegen, historisch und heutzutage gegenüber dem Elend, den Nöten, den Problemen und der Ungleichheit in der Welt. Ich würde sagen,
die Indigenas in Lateinamerika vor 400 Jahren wären froh gewesen, wenn sie auch eine Frontex-Patrouille gehabt hätten, die sie vor der Massenimmigration von Conquistadores rettet. Und was dann danach passiert ist, nicht nur an Vernichtung, sondern auch an struktureller Vermeidung von Entwicklungschancen, von abhängiger Entwicklung, von Failed States aus unserer Perspektive und von dadurch produzierten Migrationsströmen, diese Gesamtgeschichte muss man in Anschlag bringen. Man muss versuchen, das auf einfachere, nicht ganz so komplexe Erzählungen zu bringen. Aber ich denke, das Ende der großen Erzählungen ist nicht erreicht. Es gibt nach wie vor noch eine große Erzählung, nämlich von der Werthaltigkeit und dem Segen der Marktgesellschaft. Ich denke, es ist an der Zeit, dem eine andere große gesellschaftliche Erzählung entgegenzusetzen, nämlich von der Gleichheit der Lebenschancen weltweit und von globalen sozialen Rechten. Dankeschön. Dessen indirekt hat man einen Indikator dafür, ob Menschen das hinnehmen, ob sie es dulden, ob sie möglicherweise das vor sich selbst klar zu machen oder ob sie, wie Celeste nicht schon gesagt hat, sich empören, ob es sie mobilisiert, ob sie in die Verhältnisse intervenieren. Und wenn wir in diesem Zusammenhang vor dem Hintergrund exorbitant wachsender sozialer und ökonomischer Ungleichheit, auch kultureller, auf Europa blicken oder auch auf Deutschland, was ich später noch ein bisschen ausführlicher tun will, sehen wir, haben wir, glaube ich, bekommen wir einen relativ differenzierten Eindruck, wie es bei uns ist, wie es in anderen Ländern Europas ist, von der Welt im Ganzen jetzt hier mal zu schweigen. Aber nennt man sich über Ungleichheit im Thema, dann hat man sofort auch, oder kommt man sofort in den Blick, anhand welcher Kriterien, welcher Maßstäbe lässt sich in rechtlich und institutionell auf demokratische Weise verfassten Gesellschaften Ungleichheit überhaupt nur rechtfertigen. Es gibt ein Buch von 2012 von Etienne Balibar, das heißt Gleichfreiheit, in dem der Autor, ein Schüler von Louis Althusser und auch in den sozialen Auseinandersetzungen Frankreich und Europa sehr involviert in den 1960er Jahren, in dem er diese Grundsätze der französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, namentlich aber den Gesichtspunkt der Gleichheit, als ein unschlagbares Prinzip anhand dessen Lebensverhältnisse in unterschiedlichsten Hinsichten aufgerollt und problematisiert werden darstellt. Was wir in der Tat auch sehen, wenn wir an schlechter Welt denken, an sexuelle Orientierung, denken an diesen, jenes, denken nur in Bezug auf die ökonomische Ungleichheit, scheint sich da irgendwie nicht das Nämliche zu tun. Das heißt, dass Gleichheitsforderungen eigentlich unschlagbar sind. Was soll man gegen die Forderung von Gleichheit im Prinzip einwenden in Gesellschaften wie in unseren? In hierarchisch, stratifikatorisch verfassten Gesellschaften könnte man auf Herkunft verweisen, auf Geburt verweisen. Man könnte in anders organisierten Gemeinwesen auf die Ehrwürdigkeit des Alters verweisen. Das greift ja alles in rechtlich und institutionell demokratisch verfassten Gesellschaften nicht. Und gleichwohl, ich entsinne mich einer OECD-Studie, die ist aber schon ein paar Jahre alt, aber nicht so furchtbar alt, ist natürlich Herkunft und ist Geburt nach wie vor ein stark strukturierender Faktor für Lebenschancen und Verwirklichungschancen von Menschen auch in einer Gesellschaft wie der Deutschen. Ich glaube, die Studie ist von 2008 oder 2009, eine Bildungsstudie, deren Ergebnis darin bestand, dass in der deutschen Gesellschaft zu dieser Zeit das Einkommen und die Bildungsabschlüsse von Eltern, das wurde dann namentlich jeweils an den väterlichen Einkommen und Bildungsabschlüssen festgemacht, keine Ahnung warum, aber anyway, ist in Deutschland noch immer eine erheblich starke und schlüssige Prognose für das Einkommen und die Bildungsabschlüsse, die die Nachkommen erzielen werden. Das ist natürlich, wie soll man sagen, ein
unerhörter Skandal vor dem Hintergrund der Prinzipien, auf die diese Gesellschaft sich beruft. Diese Studie weist nur 3 Länder aus, in denen diese Prognose nicht mehr zutrifft. Das heißt, in denen die Bildungsabschlüsse und die sozialen Laufbahnen der Nachkommen sich relativ unabhängig von den Präfigurationen der Elternhäuser entwickeln. Und all diese 3 Länder sind skandinavische Länder. Ich glaube, es wäre mal wieder eine Studie fällig nach unterdessen 6, 7, 8 Jahren, wie sich das derweil entwickelt hat. Aber ich habe nicht den Eindruck, als hätte die deutsche Gesellschaft, was das angeht, große Fortschritte gemacht. Also wie kann man das rechtfertigen? Man kann es rechtfertigen, wir hatten es vorhin schon, durch Leistung. Und in der Tat würde ich mich der Kritik, die wir im Eingangsstatement von Lessing nicht gehört haben, anschließen. Abgesehen davon, dass wenn man Ungleichheit über unterschiedliche Leistungen begründet, man jede Menge Probleme bekommt, womit ich nicht sagen will, dass das kein sozusagen intuitiv einleuchtendes Kriterium ist. Aber Probleme bekommt man, weil es muss gemessen werden, es muss vergleichbar sein. In welchem Zusammenhang ist so etwas vergleichbar? Vergleichbar ist in der Regel innerhalb einer Profession, innerhalb benachbarter Professionen oder innerhalb eines eng umgrenzten Feldes von Beschäftigung, wo man das in der Tat irgendwie hinbekommt. Es setzt ein objektivierbares Können voraus. Viele der neuen Berufe sind in dieser Hinsicht eine Operationalisierung von Leistungen und Leistungsvergleichen vollkommen ungeeignet, weil die auf kommunikativen Fähigkeiten beruhen. Weil das, was ein Einzelner zu dem, was die Untereinheit oder das gesamte Unternehmen leistet, beiträgt, in dem Sinne gar nicht messbar ist, wie das bei einfachen oder wiederholbaren, reproduzierbaren Tätigkeiten der Fall ist. Man kann dieses Kriterium in Anschlag bringen, aber es überzustrapazieren, gibt es, glaube ich, Gründe, die dagegen sprechen. Qualifikation ist ein weiteres intuitives, starkes Element im Begründungshaushalt von Ungleichheit. Dabei denkt man an den Verzicht, den Menschen üben, wenn sie länger Ausbildung in Kauf nehmen, wo sie zunächst noch kein eigenes Einkommen haben oder nur Transfereinkommen haben oder Ersatzeinkommen haben, sodass ich das dann später irgendwie wieder rechnen und auszahlen sollte. Aber auch das ist bei den Grenzen, die das hat, nur innerhalb der Grenzen, glaube ich, ein triftiger Begründungsmoment. Und ein triftiges Element, um Ungleichheit zu begründen, weil auf der anderen Seite sehr viel nicht nur von den persönlichen Anstrengungen abhängt, sondern auch vom Strukturwandel von Erwerbsgesellschaften. Basiert die Mehrheit, wird der Reichtum weitestgehend durch einfache, durch Durchschnittstätigkeiten produziert oder entwickelt sich das in Richtung von Wissensgesellschaften, sodass andere Investments in die Bildung erforderlich sind. Es hat mit Knappheiten zu tun. Hat man richtig investiert oder hat man, obwohl man einen langen Ausbildungsweg hinter sich gebracht hat, vielleicht gerade falsch investiert? Mit unendlich vielen reizenden jungen Spaniern und Spanierinnen, die irgendwie Kulturwissenschaft studiert haben und glauben damit irgendwie global total kompatibel zu sein, was den europäischen Arbeitsmarkt angeht, was dann nur sehr begrenzt der Fall ist. Und schließlich, last but not least, einen sehr hohen Stellenwert im Begründungshaushalt von Ungleichheit hat diese ominöse Verantwortung, die wahrscheinlich am meisten strapaziert wird, um Menschen zu sagen, ja, deswegen ist das so, deswegen haben die einen so viel, deswegen haben die anderen so wenig. Auch da gibt es einen rationellen Kern, was die Verantwortung angeht. Das betrifft Verantwortung gewissermaßen für die Folgen des eigenen Tuns, soweit andere, mitunter auch viele andere von diesen Folgen betroffen sind, beziehungsweise davon betroffen sind, dass man der Verantwortung nicht gerecht wird. Das leuchtet in gewisser Weise ein, wie die beiden ersten Aspekte auch. Und es gibt noch eine ganze Reihe weiterer, ich beschränke mich mal auf die 3. Aber nichts in dieser Hinsicht, weder Leistung noch Qualifikation noch Verantwortung, gerechtfertigt die exorbitanten Ungleichheiten, die seit den, zunächst in Großbritannien, in den USA, seit den späten 70er, frühen 80er Jahren eingetreten sind und die unterdessen auch eine Gesellschaft wie die deutsche betreffen. Und damit meine ich jetzt nicht nur, obwohl natürlich in erster Linie, die Ökonomie im engeren Sinne, aber man kann auch andere Sphären in der Gesellschaft betrachten. Ich rede jetzt mal von vom Theater, da ich von der Schauspielhochschule komme, und davon, dass Absolventen meiner Hochschule, wenn sie ein Diplom haben, die Hochschule mit verlassen und das Ausgangsgehalt an einem Theater, egal wo sie in Deutschland anfangen, ist 1650 Euro brutto. Das zeigt zum einen, dass Geld offenbar nicht das Motiv dieser Leute ist, die das studieren, und zum anderen wird das aber erst interessant, wenn man in den Blick bekommt, wie sich in derselben Zeit die Gehälter der gefragten Regisseure, nämlich Intendanten, entwickelt haben. Intendant in einer Stadt wie Berlin, wie München, wie Hamburg, wie Frankfurt am Main zu sein, bedeutet nicht selten, dass sie ein Gehalt realisieren, das etwa in der Höhe des Gehalts der Bundeskanzlerin oder darüber liegt.
Das heißt, da haben Sie das Problem, über das Künste nachdenken, über das Sie kritisch reflektieren sollten im eigenen Haus. Das betrifft in gewisser Weise auch die Forschung, soweit sie in zunehmendem Maße drittmittelabhängig ist. Sie haben ein Forschungsproletariat, Sie haben Leute mit sehr unsicheren Arbeitsverhältnissen, mit mäßig schlecht bis mäßig entlohnten Arbeitsverhältnissen. Und Sie haben die Lehrstuhlinhaber, Inhaberinnen. Sie haben die Leute, die die Exzellenzcluster leiten, die beinahe jedes Gehalt fordern können. Nicht jedes, aber fast jedes. Und Sie haben sozusagen die Differenzierung, bestimmte Praktiken, von denen wir immer denken, die müssten die kritische Reflexion über die Gesellschaft leisten, Theater spielen, forschen, sind von demselben Virus befallen, den sie eigentlich identifizieren und kritisieren sollen. Also nichts rechtfertigt das exorbitante Ausmaß an Ungleichheit, das eingetreten ist. Von Piketty war schon die Rede. Andere Autoren, die das vergleichbar gründlich untersucht haben, zu nennen will ich mir jetzt sparen. Im Grunde ist, was tritt ein auf der Ebene von den Leitern großer Firmen, den Vorstandsvorsitzenden, den Aufsichtsräten, den Spitzenmanagern. Im Grunde ist eine Entkopplung und damit natürlich auch ein Ruin des Gedankens, sozusagen eine Abwägung der Leistungsidee von oben eingetreten. Im Grunde ist etwas passiert, dass jede Rückkopplung dieser Einkommen an irgendeinen empirisch verifizierbaren Faktor, sei es einen der drei von mir genannten oder auch anderer, völlig außer Kraft setzt und stattdessen sind diese Einkommen unterdessen lediglich der Beweis dafür, dass sie realisiert werden können. Das heißt, sie sind der sichtbare Beweis der Zugehörigkeit von Individuen zur globalen Elite oder besser gesagt sind die Apanage der Leute, die, indem sie diese Einkommen realisieren, zeigen, dass sie zur globalen Elite gehören. Das heißt, ein total selbstreflexiver Zusammenhang und Begründungszusammenhang dieser Spitzeneinkommen geworden. Und was wir beobachten, ist das, was ich, wie ich finde, ganz zutreffend von manchen Autoren das Regime des 1% genannt wird. Und die Frage ist dann in der Tat, soll das 1%, das 50 oder mehr Prozent der Ressourcen des Reichtums aller anderen realisiert. Und da stellt sich nun in der Tat die Frage, warum wird das weitgehend, nicht weltweit, aber weitgehend auch in einer Gesellschaft wie der deutschen, wenn wir sie betrachten, noch immer vergleichsweise klaglos hingenommen. Es ist nicht so, dass es gar keine Proteste gibt, dass es gar keine Empörung dagegen gibt. Wir sehen andere Formen der Empörung aus Gründen, die ich damit nicht genannt habe, weil dort irgendwie der Zusammenhang reißt und die Vermittlungen nicht in dem Maße geleistet werden können und die zumindest unelementar erforderlichen Ausgleichsprozesse nicht mehr geleistet werden können. Wir sehen es sozusagen im Süden Europas, wir sehen es in Spanien, wir sehen es in Griechenland, wir sehen es auch in Italien. Da funktioniert das mit dem Fahrstuhleffekt oder auch nur mit elementaren Ausgleichsprozessen, sodass die, denen es am schlechtesten geht, noch nicht ganz mit dem Rücken an der Wand stehen und nichts mehr anders können, als aufzubegehren. Aber in einer Gesellschaft wie der Deutschen kann man schon sagen, auch die unserem Nachbarn Westen, kann man schon sagen, dass es eher noch tolerabel ist, dass es eher noch hingenommen wird, dass der Protest sich auf Minderheiten, auch militante Minderheiten beschränkt, siehe die Demo in Frankfurt am Main, die auch gezeigt hat, anhand der Resonanz, die sie erfuhr, oder des Entsetzens, die sie in den Kommentaren der Medien erfuhr, zeigt, dass Deutschland offenbar gar nichts mehr gewöhnt ist und dass schon diese mäßigen Formen der Auseinandersetzung fast wie ein Bürgerkrieg in Verruf gebracht werden. Da würde ich doch mehr Übung uns allen wünschen, in auch militanten Formen des Protestes. Kein Aufruf zur Gewalt, aber ein bisschen zupacken, da darf das Ganze schon mal passieren. Also es hat noch die Toleranz der Mehrheiten, es hat die Unterstützung noch immer der Mehrheiten. Die Gründe dafür kann man in den Umverteilungsmechanismen sehen, man kann sie noch in funktionierenden Formen des institutionalisierten Ausgleichs sehen. Man kann sie natürlich aber auch, und das ist kein Widerspruch, sondern eine Ergänzung darin sehen, dass hier natürlich auch ein Gewöhnungseffekt über die Jahrzehnte eingetreten ist. Wenn Sie sich überlegen, dass Historiker, also Wirtschaftshistoriker, periodisieren den Kapitalismus im 20. Jahrhundert oder machen im 20. Jahrhundert einen Einschnitt. Den macht man teils im New Deal in den 1930er Jahren, dann auf einmal nach dem Zweiten Weltkrieg, als das in den fortgeschrittenen Industriegesellschaften generell passiert. Und man spricht in diesem Zusammenhang von einer Phase des Teilhabekapitalismus oder des Einbeziehungskapitalismus und setzt deren Ende im Großen und Ganzen mit der 1970er Jahre an. Dieser Teilhabekapitalismus war charakterisiert durch einen Mix aus einem fordistischen Produktionsregime und einer keynesianischen Nachfragepolitik und bewirkte, dass während dieser Zeit in etwa, wenn ich hier ein Langfristdiagramm entwerfen würde hinter mir,
Und die würden Lohnentwicklung haben, die Entwicklung der Reallöhne, die Entwicklung der Unternehmergewinne und sie hätten die Entwicklung der Produktivität. Dann würden Sie sehen, dass alle drei Linien ziemlich ähnlich verlaufen, ziemlich parallel zueinander verlaufen. Und dass es sogar Phasen gibt, in denen die Reallohnentwicklung, die Steigerung der Reallöhne, die Steigerung der Unternehmensgewinne übersteigt. In der Regel bewegen sich alle auf einer Linie, alles entwickelt sich etwa parallel zum Produktivitätsfortschritt. Das heißt, Arbeitnehmer und Unternehmer teilen sich in etwa in den Produktivitätsfortschritt der Gesellschaft. Das wird gekillt, Mitte der 70er Jahre, spätestens Ende der 70er Jahre, durch Margaret Thatcher, durch Reaganomics. Und dann wird eine andere Musik gespielt. Und die hat auch in der ideologischen Begleitmusik wiederum dieser einen Gewöhnungseffekt erzeugt. Das heißt, man kann in der Tatsache, dass sich so wenig radikaler Widerspruch regt, auch einen Triumph der neoliberalen Ideologie sehen. Hier ist nicht der Moment, um zwischen dem klassischen Liberalismus und dem Neoliberalismus kardinal zu unterscheiden. Darum will ich das nur mal erwähnen. Es ist auch ganz gewiss ein Triumph dieser neoliberalen Doktrin und nicht zuletzt auch ein Triumph, dass eben nicht nur ein Denkprojekt von Thinktanks, die von Unternehmern bezahlt werden, sondern es hat auch tief hinein in die linken Diskurse gewirkt. Also es gibt Begleitschutz von Seiten der Chefideologen der Neosozialisten. Wenn ich an New Labour erinnere in England, wo das Erbe weitestgehend intakt blieb, das Margaret Thatcher hinterlassen hat, wo es einen Chefideologen gab wie Anthony Giddens, der in vieler seiner Bücher nichts anderes im Sinn hat, als zu sagen, man muss das Konzept der Gleichheit neu denken. Und neu denken heißt, man muss die Gleichheit empfindlich für die Würdigung für Unterschiede machen, auch für Stoffeunterschiede. Auf der Grundlage haben wir in Deutschland das berühmt-berüchtigte Schröder-Blair-Papier gehabt, dem ja auch eine Politik folgte. Da war dann plötzlich ein Ausdruck von Sportsgeist, dass man auch schroffe Unterschiede hinnimmt und wieder zu würdigen versteht. Und letzter Gedanke, ich glaube schon, dass es zu dieser Gewöhnung auch gehört, das Ausmaß, dass, wenn ich mal die öffentlich-rechtlichen Medien betrachte, dass dort die Sportberichterstattung innehatte. Wenn Sie das mal von vor zwei oder drei Jahrzehnten ins Verhältnis setzen zu dem, was wir heute sehen, wo manche Wochenenden von früh bis spät mit irgendwie Leistungsspitzensport, Wintersport, immer gut bezahlte Leute, immer bejubeln die Menschen Millionäre und Multimillionäre, wenn es die eigenen sind, sozusagen eine Verschwisterung von Neoliberalismus und Patriotismus, Vereinspatriotismus. Und irgendwie scheint mir das dabei fast der heimliche Bildungsauftrag auf der öffentlich-rechtlichen Medien zu sein, gewöhnt die Leute daran, dass Ungleichheit auch ein Schick hat. The winner takes it all. Es gibt Gewinner und Verlierer. Für alle reicht es nicht. Und man gewöhnt uns scheibchenweise, häppchenweise an die Hinnahme von etwas, und zwar auch in einem Ausmaß von etwas, das noch vor zwei, drei Jahrzehnten als frivol, als obszön gegolten hätte. Und dass die Arbeit dann Massen vor die Tore ihrer Werke geführt hätte, wenn sie mitbekommen hätten, dass ihre Chefs 200-mal, 300-mal, 500-mal so viel verdienen wie sie. Das darf man, glaube ich, schon wirklich empören. Ja, ich würde vorschlagen, dass wir noch kurze Zeit hier verbleiben und dann das Gespräch ausdehnen. Stefan, willst du reagieren ein bisschen? Ja, also ich würde ein paar Punkte aufnehmen, die jetzt genannt wurden, und darf noch ein paar Überlegungen zu formulieren. Das erste, ich hatte ja gesagt, ich sage jetzt nichts zu Piketty und jetzt ist er aber nochmal ins Spiel gebracht worden, auch zu Recht. Aber man kann sich natürlich fragen, warum der Erfolg, Sie haben jetzt gesagt, Sie gehen jetzt nicht auf die Erfolgshintergründe ein, aber man kann ja schon fragen, warum so ein großes Aufsehen über jemanden, der eigentlich nur das ausdrückt, was eigentlich auch alle wissen. Ja, also dass die Ungleichheiten stark gestiegen sind, dass wir eine historische Phase hatten, in denen die Ungleichheiten irgendwie, jedenfalls gemessen an Einkommensungleichheiten, komprimiert wurden durch politische Intervention und dass es seit zwei, drei Jahrzehnten die Schere wieder auseinandergeht. Ich denke, dass einerseits, weil es ein Ökonom ist, der das macht, also ein Soziologe hätte damit niemanden hinterm Ofen vorgelockt. Es ist auch noch ein Ökonom, der ausgebildet ist an den besten Universitäten in den Vereinigten Staaten und dort in dem entsprechenden akademischen Milieu auch verankert ist. Aber ich glaube vor allem auch deswegen,
weil er niemandem wehtut, weil er nämlich Sozialdemokrat ist. Und weil er sagt, naja, was ist eigentlich problematisch an der auseinandergehenden Schere? Und da ist er ganz auf der Seite des Leistungsprinzips. Ja? Also es wird nicht mehr honoriert, also diejenigen, die in dieser Gesellschaft etwas leisten, also über Erwerbsarbeit und entsprechende Anstrengungen im Beruf, werden nicht mehr entsprechend honoriert bei der funktionalen Verteilung des Einkommens. Ja? Die Kapitalseite eignet sich mehr an oder die Vermögensbesitzer und die Arbeitnehmer gehen leerer aus als vorher. Und dann werden ganz klassische sozialdemokratische Formen der Umverteilung in Anschlag gebracht, gegen die an sich nichts zu sagen ist, aber es geht eben auch nicht weiter. Also es wird nicht die strukturelle Grundlage dieser Ungleichheitsproduktion eigentlich gar nicht erwähnt, ja, obwohl sie Kapital im 21. Jahrhundert heißt, schon gar nicht kritisiert oder in Frage gestellt. Und dann werden eben Lösungen präsentiert oder Forderungen gestellt, die heute so unrealistisch erscheinen, nämlich also eine wirklich funktionierende internationale entsprechende Besteuerung, dass die auch schon wieder sozusagen einigermaßen gut akzeptabel sind in der Öffentlichkeit und dass man von daher dann nicht sich allzu sehr aufregen muss. Also von daher ist es erstaunlich und ich würde sagen, das Regime des 1% ist ein gesellschaftliches Problem, ganz klar. Ich denke aber, es wäre nicht damit getan, wenn jetzt nur diesem 1% zu Leibe gerückt würde. Ja, sondern also es muss darum gehen, tatsächlich die Strukturen der Ungleichheitsproduktion in den Blick zu nehmen und an den Strukturen der Ungleichheitsproduktion etwas zu verändern und nicht nur von den Ergebnissen her zu denken. Und der Teilhabekapitalismus, den Sie genannt haben und der sozusagen in den westlichen kapitalistischen Zentren in den 1950er bis 70er Jahren wahrscheinlich seinen Höhepunkt gehabt hat. Ich würde sagen, habe ich ja auch einleitend schon angedeutet, ich würde sagen, er funktioniert zumal in der Bundesrepublik noch ziemlich gut. Also auf einem zurückgefahrenen Niveau, bei steigenden sozialen Ungleichheiten, auch bei steigender Armutsgefährdung innergesellschaftlich. Aber insgesamt ist die Teilhabe am gesellschaftlichen Wohlstand noch jedenfalls auf einem Niveau so verteilt, dass eben die allergrößten Entbehrungen, Einschränkungen bei großen gesellschaftlichen Mehrheiten vermieden werden. Und deswegen eben auch mein Hinweis nochmal auf diese Überlagerung und die Interaktion mit globalen sozialen Ungleichheiten. Ich glaube, und es wurde erwähnt, in Jena gibt es dieses Kolleg Postwachstumsgesellschaften. Ich glaube, dass gesellschaftliche Mehrheiten auch ahnen, dass wir vor einem großen gesellschaftlichen Gezeitenwechsel stehen. Dass also die Wachstumsraten, die ökonomischen Wachstumsraten, die uns hierzulande über Jahrzehnte hinweg es ermöglicht haben, das wirtschaftliche Mehrprodukt zwar nicht gerecht oder gar gleich, aber einigermaßen so zu verteilen über wohlfahrtsstaatliche Institutionen, dass Armut relativ reduziert werden kann und dass die Einkommensungleichheit so verbleiben kann, dass jedenfalls gesellschaftliche Mehrheiten damit relativ gut leben können. Ich glaube, es schwant vielen, dass diese Umverteilung Möglichkeiten aus dem wachsenden wirtschaftlichen Mehrprodukt in Zukunft nicht mehr zur Verfügung stehen wird und dass wir vor zunehmenden Verteilungskonflikten stehen, dass die klassische Formel Wachstum, Umverteilung, Sozialkonsens, Sozialpartnerschaft nicht mehr funktionieren wird und dass sich gesellschaftliche Mehrheiten aber wünschen, dass es einfach so bleiben möge. Und dass sie sagen, es soll alles so bleiben, wie es ist oder es soll wieder so werden, ja, wie es bis in die 80er Jahre hinein vielleicht war. Und dann eben auch sagen, alle anderen sollen da bleiben, wo sie sind. Also ich glaube, starker Antrieb von Pegida und ähnlichen rechtspopulistischen Bewegungen, auch den institutionalisierten rechtspopulistischen Bewegungen in Europa, ist ein wohlstandschauvinistischer Antrieb. Das heißt, bei aller Ungleichheit, die wir hierzulande erleben, wir wollen sozusagen unser gesellschaftliches Reichtumsniveau nicht angegriffen fühlen durch Zuwanderung von außen, durch andere, die uns entsprechend dann auch noch stärker Verteilungskonflikte ins Haus holen würden. Also von daher denke ich, es ist
ein Unbehagen einerseits an der Ungleichheit, aber auch ein Unbehagen daran, dass unsere gesellschaftliche Verteilungsposition in der Welt sich ändern könnte in Zukunft. Ich glaube, das ist ein großer Aspekt oder ein großer Impuls, der auch hinter solchen reaktionär regressiven sozialen Bewegungen steht. Und diese Vermittlungen unserer Lebensverhältnisse mit den Lebensverhältnissen andernorts, wie gesagt, denke ich, müssten stärker in den Mittelpunkt gestellt werden, sei es, wenn es um Griechenland geht und wenn wir anderen empfehlen, wie zu haushalten wäre, ja, oder dass sie ihre Hausaufgaben machen müssen, wie auch mit Blick auf die historische und aktuelle Ausbeutung von Arbeitskraft in Ländern des globalen Südens, von der wir mittelbar profitieren. Also solche Ungleichheitsverhältnisse müssen viel stärker in die Diskussion. Ja, ich würde. Ja, okay, gut. Ich würde trotzdem gerne zwischendurch einen Aspekt oder zwei Aspekte ergänzen. Ich glaube, in dieser Debatte, die jetzt um diese Piketty-Geschichte und die Forschungsgruppe, die das alles mitgemacht hat, was dort auf den Tisch kam und sehr, sehr viel deutlicher wurde, als es vorher der Fall ist, ist, dass es um 0,001% geht, wo die eigentliche Dynamik der Vermögensanhäufung und Einkommenssteigerung stattfindet. Und das ist eine Dynamik innerhalb einer Spitzengruppe des Kapitals und des Reichtums, die vorher auf diese Art und Weise überhaupt nicht identifiziert worden ist. Und das ist auch das Verdienst, glaube ich, von relativ wenigen Leuten, die das herausgefunden haben. Das ist aber sehr schwerwiegend, weil es nämlich dann dazu führt, dass sozusagen Ungleichheitsprozesse sich weit hinein in diese Gruppen der Reichen hinein fortsetzen und verschärfen, ohne jetzt die üblichen Annahmen gleich einführen zu wollen, dass da große Spaltungen entstehen und so weiter. Das kann sein, interessiert mich jetzt aber im Moment nicht, sondern es erklärt auch das, was du gesagt hast, eine gewisse Unsicherheit, die ja nicht nur untere und mittlere Teile der Gesellschaft erfasst haben, sondern auch genau solche Spitzengruppen, die solche Veränderungen tatsächlich spüren und die auch dementsprechend politisch handeln. Ich will es ganz einfach sagen, wer in einer großen Koalition für diese Mindestlohnregelung gewesen ist und das alles vorher mit den entsprechenden Arbeitgeberverbänden und so weiter natürlich abgesprochen hat, schon vor über anderthalb Jahren, der wird natürlich auf der anderen Seite sehen, dass er ein ordentliches Tarifeinheitsgesetz bekommt, was und ein Tauschgeschäft macht, nämlich Stabilität durch gesicherte Einkommensverhältnisse auf der einen Seite und Sicherheit vor Unruhe der unteren gefährlichen Klassen auf der anderen Seite über das Tarifeinheitsgesetz. Und das ist der Zweck der Sache, den Gewerkschaften ein paar Zähne zu ziehen, präventiv. Also, worauf ich hinaus will, ist, dass ich dir zustimme und dafür ein Beispiel gebracht habe, wie sich solche Unsicherheiten ausbreiten in der Gesellschaft. Ein Aspekt will ich vielleicht dann doch nochmal sagen. Ich glaube, es sind auch neue Sachen ins Bewusstsein gekommen, was jetzt auch populär bekannt wird durch eine einzige Publikation von der Autorin Friedrichs über Erbschaften. Sie ist zum ersten Mal wieder so ein Beispiel dafür, etwas, was völlig aus der Diskussion gewesen ist. Wenn man die Reichtumsforschungsliteratur verfolgt und schaut, was da im Laufe der Zeit zusammengetragen worden ist, hat diese Erbschaftsfrage, was Deutschland betrifft, kaum eine Rolle gespielt. Jetzt liest man dann also plötzlich, bis zum Jahr 2020 werden zwischen 2 und 4 Billionen vererbt. Das sind also jährlich ungefähr, also liegt knapp unter der Größe des Bundeshaushaltes. Das heißt, wir haben also am Ende sozusagen das größte Privatvermögen, was da weitergegeben wird und was dazu führen wird, das ist auch nur so ein Nebeneffekt, dass sozusagen ein Vergesellschaftungsprozess des Reichtums stattfindet. Wenn das Manager-Magazin die Reichen in diesem Land zusammenzählt, dann operiert es mittlerweile mit Kategorien wie Sippe, Familie,
Clan, Gruppen, also alles Vergesellschaftungskategorien und nicht mehr von Einzelpersonen. Es werden also, es wird eine Spitzenverteilung hier betrieben, die also bemerkenswert ist. Und die Erbschaftsfrage hat hier eine ganz neue Dynamik. Und was ist die Antwort der Politik? Die wird gerade zusammengeschustert. In jeder fünften oder sechsten Ausgabe der FAZ steht irgendwo was Kleines darüber, was gerade Neues bei der Neuregelung der erbschaftsrechtlichen Rahmenbedingungen geschehen ist. Und die Linke ignoriert das, also jetzt im weitesten Sinne, die Linke ignoriert das sehr. Das ist ein echtes Defizit, dass sie sich mit dieser Frage kaum beschäftigt, der Erbschaftspolitik. Das ist nicht, kein abseitiges Problem. Insgesamt glaube ich aber schon, bei letzter Satz, Gott im Himmel, ich habe 1982 habe ich irgendeinen Aufsatz über die Bourgeoisie geschrieben und habe versucht herauszufinden, wie reich sie eigentlich ist. Im Argument ist das erschienen, die haben dann auch gelacht über das, was ich da zusammengeschustert habe, höflich, wie Wolfgang Fritz Haug ja immer ist, aber im Endeffekt ist mir damals das dann als Problem doch sehr gekommen, wie hierzulande man mit Reichtum auch analytisch und wissenschaftlich umgeht. Es gibt höchstens 2 Dutzend Personen oder Kleingruppen, die an der Reichtumsfrage hierzulande wissenschaftlich arbeiten. Von Soziologen ganz zu schweigen, das sind wirklich sehr wenige. Ist also der Relevanz des Themas überhaupt nicht eine adäquate Menge. Man hat es vorgezogen, immer über Einkommen und die Entwicklung der Einkommen zu reden. Über die Vermögen nicht oder kaum. Und als Katja Kipping eine Einkommensregelung vorgeschlagen hat vor einiger Zeit, das fand ich eine Deckelung, das fand ich eine sehr sinnvolle, radikale, konfiskatorische Idee. Und ich zu ihr gesagt hatte, ey, Vermögensdeckelung, könnte man auch mal drüber nachdenken. Sollen es 500 Millionen sein oder 1 Milliarde? Oder ist man genauso glücklich, wenn es 200 Millionen sind? Als Millionär halt, das Glück der Millionäre ist ja wesentlich. Da ist sie förmlich davor zurückgezuckt. Sie konnte sich das gar nicht vorstellen. Katja hat ja unheimlich Fantasie. Aber sie konnte es sich nicht vorstellen, dass man sich politisch leisten kann, Vermögensdeckelung zu betreiben. Und da wird auch nebenbei das, was Piketty da vorgeschlagen hat mit seinem Steuerkonzept, ganz interessant, weil das Konzept, was er vorgeschlagen hat, ist tatsächlich konfiskatorisch. Es führt dazu, dass es nimmt wirklich etwas weg von dem Vermögen. Und nicht nur von dem Zuwachs des Vermögens. Es nimmt auch von dem Vermögen etwas weg, was er da entwickelt hat. Und genau diese Radikalität haben die üblichen sozialdemokratischen Vorschläge zur Vermögenssteuerpolitik eigentlich nicht, wenn ich das sehe. Insofern wollte ich noch legitimieren, dass ich mich so lange mit diesem Piketty beschäftigt habe. Jetzt aber vielleicht dann doch nach dieser unziemlich langen Moderatorin-Einwendung und Ergänzung gibt es aus dem Publikum. Geht es denn? Also es funktioniert. Mein Name ist Hans Gscheidmeier, ich komme aus Bremen. Ich muss ehrlich einräumen, dass ich bei dem Titel dieser Veranstaltung Gleichheit und Gerechtigkeit ein bisschen erschrocken war, dass nicht auch ein Philosoph mit auf der Bühne sitzt. Und ich habe in Ihren Eingangsstatements tatsächlich die genauere Definition, was Sie mit Gleichheit und Gerechtigkeit meinen, vermisst. Ich finde, dass Sie beides etwas verengt haben auf die monetäre Betrachtung. Ich würde zum Beispiel das Statement machen wollen, ungleich ist nicht gleich ungerecht in jedem Fall. In den Fällen, die Sie beschrieben haben, mag es zu Ungerechtigkeit kommen. Also ich finde es ein bisschen bedenklich, dass wir bei solchen vagen Begriffen wie Gleichheit und Gerechtigkeit sind,
nicht vorher definieren, in welcher Position wir das sehen. Nehmen wir das Beispiel Leistungsgerechtigkeit, was Sie hier angesprochen haben. Aus Gerechtigkeitsgesichtspunkten fragt man da nur, wenn unterschiedliche Leistung gebracht wird, wäre es nicht gerecht, das auch unterschiedlich zu honorieren? Und die Gerechtigkeit sagt ja. Ob es dann in den Fällen, die Sie zitieren, nicht auch ungerecht sein kann, das würde ich auch bestätigen. Wenn Sie jetzt einmal zu Piketty, wollte ich noch sagen, er hat das nicht erfunden. Piketty erzählt sogar, dass wir nach den Problemen, die wir 1930 bekommen haben und namentlich nach dem Krieg, gerade wegen der Vermögensabgabe, die es schon gab bei uns in Deutschland, über lange Jahre ein Gleichgewicht der Eigentumsentwicklung hatten auf allen Schichten und nennt dann auch den Grund, bei uns ist es der Wegfall der Vermögensabgabe durch das Bundesverfassungsgericht, die allerdings nur abhoben auf die unfaire Bewertung von Immobilien, und das sollte der Gesetzgeber doch bitte berücksichtigen. Und da hat man sie insgesamt abgeschafft und seitdem geht die Schere so extrem auf. Ich halte das auch nicht für ein Problem des Kapitalismus an sich, sondern es ist ein Problem der Politik, die unterschiedlich beteiligt an den Infrastrukturen und Abgaben für die notwendigen Ausgaben des Staates. Das wird heute mehr von den Armen bestritten oder den nicht so Reichen, sagen wir es mal so. Und die Reichen werden nicht gemessen an ihrem Vermögen gerecht beteiligt durch die Ungerechtigkeit. Danke. Darf ich nochmal um die Hände bitten? Ich habe die vorher nicht so richtig im Bewusstsein realisiert. 1, 2, 3, machen wir mal. Hier. Nee, dahinter. Ja, danke. Eine Ergänzung und eine Nachfrage skeptischer Art. Einmal zu Stefan Lessenich. Das fand ich sehr überzeugend und da wünschte ich mir auch mehr, dass es dazu gäbe, wenn wir reden über soziale, globale Ungleichheit, dass wir eigentlich rekapitulieren, aufarbeiten, auch nochmal einen neuen Blick drauf werfen, was kolonialistische Politik eigentlich bedeutet hat. Ich habe den Eindruck, dass im Diskurs überhaupt, dass er ja als eine moralische Kategorie verstanden wird, aber nicht welche Folgen das hinterlassen hat in den Ländern von der Korruption der in das koloniale Regime adaptierten Führungsspitze jeweils, ne, bis zu sozialstrukturellen Veränderungen. Das gerät aus dem Blick. Ich habe vor ein paar Jahren gelesen, so ein eher kulturwissenschaftliches Buch von Thomas Bauer, Die Kultur der Ambiguität, eine andere Geschichte des Islam. Der macht das zum Beispiel sehr deutlich, welche Verschiebung es im 19. Jahrhundert durch das Auftauchen der britischen Schutzmacht in den islamischen Ländern jemand Auswirkungen in die Religion rein. Jeder weiß sozusagen, wenn er auf die Landkarte guckt, die Landesgrenzen dort unten, so gerade wie sie gezogen sind, war jeweils also sozusagen die Willkürakt eines Briten dort vor Ort geschuldet. Und wenn wir das sozusagen nicht vergegenwärtigen, in die Debatte hineinbekommen, bekommen wir auch keinen angemessenen Umgang sozusagen mit den Ursachen der Flüchtlingsströme, gerade im Nahen Osten. Ist ja hinreichend bekannt, dass es also Kriege zwischen Schiiten oder Sunniten bis zum 20. Jahrhundert nicht gegeben hat. Also anders als im Christentum, wo Protestanten, Katholiken oder andere Religionen von der Judenverfolgung durch Christen, will ich gar nicht reden, aufeinander losgegangen sind. Das sind ja Phänomene, die erst durch die Kolonisierung entstanden sind. Das wäre das Erste und eine kritische Nachfrage zu Wolfgang Engler. Er hat abgeschlossen mit dem, das fand ich eigentlich sehr gut sozusagen, die Frage, wie wird diese Akzeptanz der Ungleichheit in der Bevölkerung, wie wird das quasi medial vermittelt oder was könnte einer Gründe dafür sein? Denn Sie brachten den Beispiel mit dem Sport. Nun ist das so eine Sache, weil ich glaube sozusagen, das ist ein denkbar unglückliches Beispiel, weil wir bei Sportübertragungen sicherlich das Phänomen haben, das haben Sie auch beschrieben, the winner takes it all. Das reproduziert also solche Akzeptanz von Ungleichheit, aber wir haben gleichzeitig im Unterschied zu anderen Sachen eben für den Zuschauer eine relative Transparenz, dass der sehen kann, der kann eben irgendwas mit dem Ball machen, was die anderen nicht können. Und dafür gibt es 3 Zeitlupen. Ich habe aber solche Möglichkeiten nicht, wenn ich zum Beispiel mir anschaue oder vergleichen will, die Leistung jemanden, der im Management arbeitet. Da habe ich also keine Zeitlupen. Ich weiß nicht, was der bei der Deutschen Bank macht, warum der so viel Geld kriegt. Das ist für die Bevölkerung nicht nachvollziehbar. Ich glaube sozusagen, dass eher
ein Ansatz wäre, ich würde es auch über die Medien machen, aber ich glaube, in eher ist ein Ansatz, dass man schaut, was so diese modernen Fortentwicklungen des Heimatromans sind. Also mit der von Geburt Adligen oder derjenige, der einen Bauernhof ererbt hat, in der neuen Variante dann Dallas in den 80er Jahren. Weil ich die Herkunft dieser Unterschiede nicht mehr rekonstruieren kann. Ich glaube, mein Sport ist doch noch relativ. Ja, mein Name ist Werdan Schönfeld. Ich bin Verfasser des Schönfelds-Memorandums. Das ist ein vorgesehener Vorschlag für ein beschäftigungspolitisches Programm der Linken. Und mich bewegen zwei Fragen. Die erste Frage möchte ich anschließen an den Herrn und an Professor Lessenich. Sie erwähnten tatsächlich, warum es diese Migrations. Und ich glaube, wir neigen auch nicht nur bei dieser Sache, sondern auch beim Manifest, das hier vorgestellt wurde, immer zu sehr in der Überbetonung der Hochtechnologie. Und ich bin ein Vertreter der Einfachtechnologie und bin der Meinung, dass beides miteinander sich druckt und Autos druckt und ansonsten alles. So wie gestern zum Beispiel. Diese Frage möchte ich hier reinwerfen und da würde ich mich auch gern um eine Meinung freuen. Die zweite Sache ist an Professor Engler, das auch ein bisschen schon mit dem Sport diskutiert worden von den Herren hier. Es gibt ja für mich diese Grenze privatkapitalistisch diskutieren, Gehalt, also schwer zu sagen, wenn man bei Google diskutiert, muss der so viel Geld verdienen, der Google-Gründer oder ein großer Konzernchef. Aber es gibt ja auch noch die kommunale Ebene. Und da frage ich mich beispielsweise, muss eine BVG-Chefin wie im Bundesland Berlin so also mehr verdienen als die Bundeskanzlerin? Und da frage ich mich jetzt als normaler Bürger, muss das sein? Das gibt es Größenordnung, die sind im Berlin-Kurier mal vorgestellt worden. Da habe ich gesagt, na hoppla hoppla. Ich meine, wir haben diesen Begriff Verantwortung hier schon reingebracht. Ich bin nun kein großer Freund von Angela Merkel. Aber da würde ich sagen, da habe ich Verständnis für bei ihrer Verantwortung, die sie nur wieder hat, auch wenn darüber diskutiert wird, ob sie was aussitzt oder nicht aussitzt, dass sie hier eine größere Verantwortung hat. Und da würde ich jetzt auch gerne nochmal von Professor Engler da eine Antwort wissen, wie das mit dem Kommunalen diskutiert wird. Dankeschön. Also es gab, wenn ich das richtig sehe, jetzt noch zwei Wortmeldungen. Typischerweise darüber Sport reden, auch nur von Männern. Es sind ja auch hier noch Männer. Ich will nur mal darauf aufmerksam machen, dass es Alternativen gibt. Wenn das nicht der Fall ist, dann der Kollege in dem Pullo. Ja, okay. Dann der Alex Demirovic.
Ja, mich würde gerne noch mal interessieren, dass ihr vielleicht noch mal diesen Punkt ein bisschen weiter diskutiert, den Stefan, du angesprochen hast mit dem Wohlstandschauvinismus. Weil ich finde, man müsste das sich weiter überlegen, weil das ist ja sehr folgenreich, dieses Problem. Wenn man sagt, was macht es akzeptabel für die Menschen, ein solches Ausmaß an Ungerechtigkeit und Ungleichheit im Alltag zu akzeptieren, dann heißt es ja, eine unglaubliche Rücksichtslosigkeit und Kälte zu praktizieren, auch an sich selbst, auch gegenüber sich selbst. Ja? Man geht an Obdachlosen vorbei, an Bettlern vorbei, an Leuten, die total gesund, also wo man sieht, die sind persönliche Wracks, ja, wenn man hier in der S-Bahn fährt. Das heißt, es sind ja Praktiken, die wir rundum, wir sehen Kriege rund um das Zentraleuropa, wir sehen diese riesigen Flüchtlingsbewegungen. Und das heißt, es ist ein bestimmter Typus von Kälte, der damit entsteht. Aber das bedeutet auch für die Linke natürlich eine total schwierige Situation. Weil das bedeutet ja im Prinzip immer, dass man die Rolle des Gewissens einnimmt. Und wer will das hören? Und wenn, vor allen Dingen, wenn man jetzt denkt, die ganze Argumentation ist ja eine, die von Hayek so konzipiert wurde, zu sagen, ja, wir wollen Leistung von Gewinn entkoppeln. Also das, was euch jetzt beschäftigt hat. Aber das ist ja genau die Idee von Hayek. Es soll der Kapitalismus nicht mehr von Leistung abhängig sein. Also der zerschlägt ja diesen Zusammenhang. Und das finde ich, das ist etwas, was mich jetzt bezogen auf eure Diskussion ähnlich beschäftigt wie den Vorrednern, nämlich nach der Frage der Definition von Gleichheit. Man müsste sich ja schon fragen, ob da nicht auch ein Wunsch nach Ungleichheit zur Geltung kommt, den wir ja in anderen Hinsichten positiv finden. Nämlich zum Beispiel hinsichtlich der sexuellen Orientierung, der Geschlechterdifferenzen und so weiter. Wo wir auch sagen, ja, Menschen haben verschiedene Lebensstile. Und dann kommt von der kapitalistischen Seite sofort, ja, wenn ihr verschiedene Lebensweisen leben wollt, dann versichern wir euch. Unserer Diskussion in den 80er Jahren zu sagen, wir wollen auch was kommt dann da? Und Kälte, die Situation mitproduziert, dass die auch wiederum sich abstützen kann auf solche anderen Vorgänge. Und das würde mich gerne noch mal interessieren, wie ihr das dann weiter verfolgen würdet. Okay, also vielleicht von vor nach hinten oder umgekehrt, mal schauen, wo meine Notizen hier sind. Also vielleicht sogar die Frage von Alex Demirovic mit der ersten Frage nochmal in Verbindung gebracht. Gleichheit und Gerechtigkeit. Mein Zugang dazu ist in der Tat, wahrscheinlich unser aller hier vorn, ist kein philosophischer. Das heißt, ich verfahre nicht wie ein analytischer Philosoph, der ein normatives Konzept von Gerechtigkeit und oder Gleichheit entwickelt und sagt, Gleichheit ist realisiert, wenn. Man kennt die Standardwerke, die dann teilweise auch im Deutschen sehr intensiv diskutiert worden, sondern für mich, ich verstehe Gleichheit, Gerechtigkeit, da wäre noch manch anderes hinzu, als historische Konzepte. Und wenn ich sie als historische Konzepte verstehe, verstehe ich sie auch als umstritten und konzentriere mich eher auf die Kontroversen, und zwar zunächst als Beobachter, bevor ich mein eigenes Konzept formuliere oder meine eigene Haltung formuliere. Das heißt, ich versuche zu sehen, erstens, wie haben sich Gleichheitsvorstellungen, soweit sie überhaupt abfragbar sind oder in Erfahrung zu bringen sind,
von Mehrheiten in Gesellschaften wie der unseren in den letzten 30 Jahren verändert? Das heißt, inwiefern ist eine größere Ungleichheitstoleranz empirisch nachweisbar in Bezug auf Einkommen, auf Chancen, auf Macht etc. etc.? Und versuche im zweiten Schritt zu sagen, welche Entwicklungslinie gibt es in Bezug auf die Gerechtigkeitsvorstellung und oder Gleichheitsvorstellung der Linken, der Sozialdemokraten, der Konservativen, der Liberalen. Und dann bin ich allerdings auch gehalten, mich selber dazu ins Verhältnis zu setzen und zu sagen, ich optiere dafür oder ich finde das. Aber das nur nochmal wegen des unterschiedlichen Zugangs. Und das andere, ja, das finde ich, ich glaube nur, dass das eine mit dem anderen nicht ausschließt, was Alex Demirovic sagt. Deswegen, ich habe es am Anfang nur kurz erwähnt, ich fand das sehr instruktiv, dieses Buch von dem Etienne Balibar, Gleichfreiheit heißt das ja auch, in dem er sagt, Gleichheit und Freiheit, und er bezieht sich in der Tat auch wieder auf ein historisches Datum, die Französische Revolution, haben immer dasselbe gemeint. Nur die Stoßrichtung beider Konzepte war anders. Freiheit richtet sich gegen Despotie, also gegen politische Ungleichheit, und Gleichheit richtet sich gegen das Privileg, gegen das neu aufkommende Privilegiensystem. Und dann ist das eine, dann gibt es gewissermaßen keine Beeinträchtigung der Freiheit, ohne dass das nicht gravierende Konsequenzen für die Gleichheit der Bürger hat, und keine starke Beeinträchtigung der Gleichheit, ohne dass nicht auch die Freiheit derer, deren Gleichheit in Frage gestellt wird, in Mitleidenschaft gezogen wird. Und in der Tat meine ich, dass, und vor diesem Hintergrund glaube ich, und der zweite Grundgedanke in diesem Buch von Etienne Balibar ist, ich sagte schon, in Gleichheitsforderungen, Gleichheitspostulate, wenn sie vor diesem revolutionär-demokratischen Hintergrund aufgerollt werden, sind unschlagbar. Man kann nichts dagegen sagen. Und das, meine ich, ist aber gerade ein Argument für und nicht gegen Differenz. Das heißt, wenn Menschen ihre sexuelle Orientierung, ihre Differenz in dieser oder jener Hinsicht, ihre kulturellen Praktiken und Präferenzen artikulieren, dann tun sie es ja oft als Leute, als Menschen, die sich dafür diskriminiert empfinden. Und die Forderung ist, wir wollen genauso behandelt werden wie alle anderen auch. Das heißt, wir wollen eine Differenztoleranz. Wir appellieren an die Gleichheit im Namen einer Toleranz für Differenzen, die bisher ausgeschlossen und an den Rand gedrängt wurden. Das muss ich in der Tat, finde ich, jede linke Position zu eigen machen. Also eine Propagierung der Gleichheit, die nicht auch die Emanzipation von Differenz impliziert, ist einfach ein reaktionäres Projekt. Das würde ich schon sagen. Dann zu Ihnen, ich hatte das doch auch gesagt, BVG, also kommunal, das ist nicht bloß ein Phänomen der Unternehmen, nicht der Privatwirtschaft. Dann habe ich gesagt, man findet das auch in kulturellen Institutionen, wo man erstaunt ist, wie die Spreizung, jetzt in dem Fall der Einkommen, im Laufe der letzten 2-3 Jahrzehnte zugenommen hat. Das wird ganz selten skandalisiert. Das erste Mal, wo ich eine größere Debatte, es gibt so eine Internetseite, die wir immer oft aufschlagen, die wir uns mit dem Theater beschäftigen, Nachtkritik. Da haben Leute sozusagen ein eigenes Format entwickelt, wo die Theaterkritiken schon in der Nacht geschrieben werden und dann kann man auch Debatten hören und weiterführende Texte lesen. Und zum ersten Mal wurde das ein breiterer Menschen in diesem Feld beschäftigendes Thema, als der jetzt aktuelle Intendant des Schauspiel Frankfurt, der nächstens das Berliner Ensemble übernehmen wird, Oliver Rehse, in Nachverhandlungen für seinen noch laufenden Vertrag in Frankfurt war, und dann hat ein Journalist herausgefunden, dass es ja deutlich mehr als die Bundeskanzlerin verdient. Hallo? Und das hat dazu geführt, dass derweil nun auch die eher auf den unteren Gehaltsetagen befindlichen Individuen in diesem System, im kulturellen System, Theatersystem, sich organisiert haben und nächstens mal einen Kongress machen wollen, um das mal zur Sprache zu bringen. Wie soll man denn Theater machen, wenn es im Theater genauso aussieht wie draußen? Wer will denn da wen kritisieren? Das ist eine völlig arrogante Haltung. Das ist eine scheiß arrogante Haltung. Und deswegen finde ich auch, wie ist dieser reizende Mensch, der hier in Berlin die wahnsinnigen Autos gefahren hat und dann bei der Trierhilfe, glaube ich, war. Irgendwie eine Villa bewohnt hat, 300 Tonnen Euro verdient hat und Maseratis gefahren hat. Ist doch total krank. Das ist doch total krank. Absetzen, einsperren. Meine einzige Antwort dazu. Und das mit dem Sport, also das mit dem Sport, naja gut, so transparent ist das ja dann durchgehend auch nicht, wenn man an das Dopingproblem denkt oder an das Problem der Equipments denkt. Die Bestausgestatteten, die am geschicktesten sind, die besten Techniken auch des Verbergens von Leistungssteigerungen mitnehmen, waren nicht in nicht seltenen Fällen die Gewinner auf diesem Feld.
Aber selbst wenn ich das abziehe, finde ich Ihr Argument eher noch ein Argument für das, was ich gesagt habe, als dagegen. Dann ist es gerade in Anführungszeichen, die in Anführungszeichen saubere sportive Konkurrenz, die das zu einem attraktiven Modell, fast wie eine Metapher für Konkurrenzverhältnisse macht, die dann in der Tat intransparent sind, aber auf diesem Gleitmittel, das ist hier fair, hier gewinnt jemand, es können nicht alle gewinnen, für alle reicht es nicht. Ich glaube, das muss nicht notwendigerweise dagegen sprechen. Ich jedenfalls kann mir ansonsten nicht erklären, warum, das ist doch schon ein bisschen wie Brot und Spiele, oder? Warum auch in den öffentlich-rechtlichen Medien allein der quantitative Anteil von dieser Seite des Lebens gewidmeten Sendezeiten, ich würde sagen, sich verfünffacht hat, verzehnfacht hat, verglichen den 80ern. Manche Dinge sind die alle durchgeknallt dort in den Sendestuben. Dass sie uns von früh bis spät mit irgendwelchem Schwachsinn, gibt ja immer Liebhaber von dieser Sportart, aber es kann nicht von 8 bis 20 Uhr gehen und dann gibt es noch ein Sportstudio. Das ist doch irre, das ist doch spät rum. Abschalten, beenden, entlassen diese Leute. Ja, ich werde jetzt unsystematisch, fürchte ich, weil ich mir jetzt so viel aufgeschrieben habe, auf 3-4 Punkte eingehen. Vielleicht starte ich auch mit der Frage nach der und dem Unbehagen an der Nicht-Definition sozusagen dessen, worüber wir reden. Ich muss gestehen, dass ich es nicht zu seminaristisch halten wollte hier und sozusagen mit meiner Definition von Gleichheit, Ungleichheit starten wollte. Aber jetzt nur mal probehalber würde ich schon sagen, dass es darum geht, um Fragen des Zugangs zu den gesellschaftlich wertgeschätzten Gütern und zu den Positionen, also dann des gleichen oder eben im gegenteiligen Fall des ungleichen Zugangs zu gesellschaftlich wertgeschätzten Gütern und zu den Positionen, von denen aus die Chancen bestehen, solche gesellschaftlich wertgeschätzten Güter zu erreichen und sich anzueignen. Das also ist eine Zugangsgleichheit zu diesen Gütern und den Wegen, diese Güter zu erhalten, geben müsste. Darum geht es mir eigentlich und um die Frage, ob es nicht so ist und warum es so ist, dass es eine strukturierte soziale Ungleichheit gibt, nämlich in diesen Zugangsmöglichkeiten. Und wenn man davon ausgeht, dann würde ich auch jedenfalls für mich reklamieren, dass es gar nicht nur um monetäre Ungleichheit geht, also und um Einkommens- und Vermögensungleichheit, die relevant ist, sondern um einen ganzen Kranz von gesellschaftlich wertgeschätzten Gütern im weitesten Sinne. Und ich denke, die Personen, die sich in Wrackkähne setzen und sich für viel Geld übers Mittelmeer schippern lassen wollen, denen geht es nicht um Zugang und nicht vorrangig Zugang zum wunderbaren Asylbewerberleistungsgesetz in Deutschland, sondern denen geht es um alle Elemente und Dimensionen von gesellschaftlich wertgeschätzten Gütern. Die wollen ein besseres Leben und die wollen womöglich auch den Zugang zu differenten Möglichkeiten der Lebensführung. Also ich würde mich anschließen, was jetzt das Verhältnis von Gleichheit und Differenz angeht. Die wollen womöglich auch in einer Gesellschaft leben, in der es möglich ist, die sexuelle Orientierung so auszuleben, wie sie das tun wollen. Oder wo man nicht eben gefährdet ist, dass man abgeschlachtet wird, wenn man eine bestimmte politische Meinung äußert oder ähnliches. Also ich glaube, hier geht es um den Zugang zu gesellschaftlichen Verteilungssystemen, die nicht nur monetär relevante Güter und deren Aneignung ermöglichen, sondern die insgesamt eine Lebensform ermöglichen, die auch diese Differenz auf der Basis von Gleichheit sicherstellt. Es gibt da ja weiterführende Konzeptionen, die von Amartya Sen zum Beispiel stammen und auf diese Capabilities, also auf die Fähigkeiten, also dass die Fähigkeiten gewährleistet werden, ein Leben zu führen, das einen eben auch teilhaben lässt an den gesellschaftlichen Prozessen und dann wird eben abgestellt auf Alphabetisierung, Gesundheit, Bildung und so weiter. Ich glaube, das ist eine Basis, aber ich glaube, das ist auch nur eine Basis für eine solche Vorstellung von gleichem Zugang zu Gütern und Positionen.
Das zweite ist dieser Kontext der Kolonialisierung, historisch oder vielleicht auch gegenwärtig. Ich möchte auch noch mal anschließen und möchte auch noch mal darauf hinweisen, wie stark unsere Vorstellungen heute geprägt sind von diesem kolonialen Erbe. Also diese ganze Frage der Korruption beispielsweise. Ja? Wer irgendwo in Afrika anscheinend keine vernünftigen Staaten bauen kann, so wie wir das gewohnt sind, in einer kontinentaleuropäischen, weberianischen Tradition von Anstaltsstaat. Warum sind die nicht in der Lage dazu, so etwas wie eine Bürokratie, die dann die Leute kujonieren kann, aufzubauen? Und also wie stark solche, also das ist sozusagen so eine Doppelmoral, nämlich einerseits selber dort Prozesse in Gang gesetzt zu haben, die das nicht möglich machen, was dann andernorts als Zivilisationsstandard gilt, und das dann eben auch nochmal zu einer Retrospektiv- und Gegenwartsbezug zu kritisieren. Also das ist ein starkes Stück. Und deswegen würde ich aber auch sagen, ich würde jetzt nicht nur vom Scheitern der Entwicklungspolitik sprechen, sondern überhaupt der Anspruch der Entwicklungspolitik. Und Sie haben ja Anthony Giddens genannt, soziologischer Stichwortgeber sozusagen für die neue, für neue sozialdemokratische Vorstellung von Gerechtigkeit und von Verteilung in spätmodernen Gesellschaften. Für die Entwicklungspolitik waren auch soziologische Stichwortgeber, also die gesamte soziologische Modernisierungstheorie, die von Parsons ausgehend, die war sozusagen, hat die Leitbilder einer Entwicklungspolitik formuliert, die immer davon ausging, es gibt schon sozusagen die Blaupausen der Entwicklung dieser anscheinend angeblich Drittweltstaaten, die man auf den Weg setzen muss, um das Niveau der institutionellen Zivilisiertheit zu erreichen, was die westlich-kapitalistisch-demokratischen Gesellschaften halt im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts erreicht oder entwickelt haben. Und deswegen ist schon der Ansatz einer solchen Entwicklungspolitik, die immer schon weiß, in welche Richtung der Hase laufen muss, nämlich in die Richtung der Basisinstitutionen von Kapitalismus, Demokratie, Wohlfahrtsstaat und Massenkonsum, ist schon eine solche Politik falsch angelegt, und sie scheitert nicht erst in der Realisierung dieser Ziele, sondern sie ist meines Erachtens schon illegitim in der Zielsetzung, die der ganzen Sache zugrunde liegen. Und der wichtigste Punkt, also für mich persönlich auch, ist der angesprochene des Wohlstandschauvinismus. Also auch da hat ja auch in gewisser Weise Etienne Balibar einiges zu gesagt, also welche Form der Kulturalisierung auch von Ungleichheit es gibt und welche Form auch das sozusagen des Kulturrassismus. Also denken wir an die gesamte Unterschichtendebatte in Deutschland, wie stark dort sozialstrukturelle Positionen überformt worden sind mit Bildern, ja, einer Kultur der Armut, und dass sozusagen Unterschichten ein Leben führen, was eben nur der Kulturindustrie, also der vermeintlichen oder tatsächlichen Kulturindustrie unterworfen ist, und ansonsten weiß nicht, haben sie zu viel Sex, zu viel Kinder, lesen abends nicht vor und führen ansonsten auch kein bürgerliches, den bürgerlichen Standards entsprechendes Leben. Und das ist auch schon eine Form sozusagen der Projektion von, glaube ich, von Abstiegsängsten, von tatsächlichen Einbußen an Wohlstand oder an Zugang zu gesellschaftlich wertgeschätzten Gütern und Positionen. Eine Projektion auf diejenigen, die in der Verteilungsstruktur unten stehen oder außen stehen, die nochmal sozusagen selber verantwortlich zu machen und selber nochmal ein zweites Mal zu diskriminieren und zu unterprivilegieren. Und ich glaube, ich habe überlegt, ich weiß nicht, von wem es ist, es gibt von einem der Autoren der kritischen Theorie so diese Formulierung der rohen Bürgerlichkeit. Und ich glaube, damit sind wir konfrontiert, also die Phänomene, die du genannt hast, der rohen Bürgerlichkeit und auch dessen, was man den Extremismus der Mitte nennen könnte, also dass wir in den Konstellationen, in denen wir leben und mit den Sorgen, die vielleicht gesellschaftliche Mehrheiten leben, dass ihr Leben so in Zukunft nicht weiterzuführen sein wird, dass das zu Auslagerungs-, Ausgrenzungs- und Projektionsprozessen führt auf diejenigen, die noch schlechter gestellt sind. Und das ist in der Tat, glaube ich, wie du schon sagst, Alex, eine zentrale problematische Frage für die Linke. Und das meinte ich auch angesprochen zu haben mit der Sache,
es geht mir überhaupt nicht darum zu sagen, die 1% sind kein Problem oder auch die 0,01% sind kein Problem. Und Vermögensungleichheit, Einkommensungleichheit in den entwickelten kapitalistischen Zentren sind alle ein Problem. Aber wir müssen uns damit konfrontieren, dass es sozusagen quer dazu und überlagernd gibt, noch eine andere Ungleichheitsstruktur, die wir für gewöhnlich gerne ausblenden aus unserer Problematisierung und auch aus unserem alltäglichen Lebensvollzug in aller Regel auch ausblenden können. Ja, wir begegnen dann den genannten Figuren in der U-Bahn, aber ansonsten sind wir nicht mit dem konfrontiert, was anderswo Alltag ist. Ja, also der Libanon muss fast 2 Millionen Flüchtlinge aus Syrien aufnehmen derzeit. Ja. Die Türkei, ich glaube 700.000 oder 800.000, Jordanien über 1 Million. Ja, und wir nehmen 200.000 auf, ja, und ächzen und die Institutionen dieser Gesellschaften des deutschen Wohlfahrtsstaats sind sozusagen schon gefährdet und an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Und dieses Missverhältnis von zwar einer subalternen Position hierzulande, aber einer herrschenden Position im Weltmaßstab, das muss uns bewusster werden. Und wenn du fragst, wie kann man da weiterdenken, ich denke, es hilft nur das, was ich für links halte, nämlich einen konsequenten Internationalismus. Oder heute würde man sagen, einen konsequenten Globalismus in der Thematisierung von Ungleichheitsfragen und Ungerechtigkeitsfragen. Und ich glaube, dass es da auch, gerade auch der Linken noch eine ganze Menge an Bewusstseinserweiterungsarbeit zu tun gibt. Ja, noch zwei kurze Nachträge zu diesem Thema. Warum ist es akzeptabel? Warum begegnet der Gegenwartskapitalismus, der doch so offenkundig neofeudale Züge angenommen hat, kein größerer Widerstand? Warum wird er nicht hinweggefegt? Ich las ein paar Tage her ein Interview mit Richard Sennett, dem New Yorker Soziologen, der in einer Mischung aus tiefsitzender Müdigkeit und enormer Wut auf die Prozesse von 2007-2008 zurückblickte. Von Lehman Brothers über das Bailout auf Kosten der Steuerzahler. In der Tat, es gilt ja nicht nur too big to fail, sondern auch too big to jail, bedauerlicherweise. Und dann Occupy untersuchte, wo er nächsten Woche eine Studie publizieren will, und sagt, ja, okay, das war total nette Menschen dort. Wir sind die 99%, aber sie sprachen nicht wirklich für die 99%. Es war vielleicht nur das 1% bürgerlicher Mitte, was eine Illusion begriffen war, für den Rest der Gesellschaft zu sprechen. Dann schlief das wieder ein und dann sagt er einen Satz, den hätte er vor 10 Jahren nie gesagt. Der Satz lautet, ich wünsche mir nur noch, dass dieser Kapitalismus kollabiert. Wir müssen da das vollkommen gleichgültig was lassen. Hauptsache, es hört auf. Das finde ich ein interessantes Indiz, nun bewegt sozusagen die mentale Radikalisierung eines amerikanischen Soziologen nicht die Welt. Aber ein zweiter Leseeindruck macht es vielleicht noch etwas klarer, warum diese Akzeptanz. Das war in den letzten beiden Nummern der Blätter für deutsche und internationale Politik, findet sich ein, wie ich finde, sehr gut geschrieben, auch sehr kluger, aber auch sehr problematischer Lang-Essay von Wolfgang Streeck, dem Wirtschaftssoziologen, unter dem Titel Wie wird der Kapitalismus enden? Und die Quintessenz des Gedankens, vor allem in Teil 2, jetzt vor einer Woche erschienen ist, der hat schon geendet. Wir erleben schon dessen Ende. Das Ende ist nur anders gekommen, als die Linke dachte, weil der Kapitalismus vermocht hat, seinen Totengräber selber mit abzuschaffen. Sei es dadurch, dass dessen Institutionen geschwächt wurden, also der arbeitenden Mehrheit, auf geradezu kriegerische Weise in den Spät-70er, Früh-80er Jahren in England, dass neue Formen der Arbeitsorganisation die Solidarität der arbeitenden Menschen, der arbeitenden Mehrheit geschwächt haben, dass der Konsum sie betäubt, kurzum, der Kapitalismus hat einen Totalsieg errungen, aber dieser Sieg bedeutet, dass er sich selber ein Ende setzen muss. Niemand anders kann den Kapitalismus beenden als der Kapitalismus selber. Und das erleben wir bereits. Und das ist natürlich keine Perspektive, die jetzt irgendwie euphorische Gefühle auslöst. Also der Umstand, dass die bis dahin zyklischen Krisen von Wachstum, von Verschuldung und anderen Phänomene sich erstens verzahnen und permanent werden und so ein, wie soll man sagen, so eine Ära des im permanenten Krisenstadiums leben und so ein wenig Siechtum, wo es aber hier und da noch ganz gut läuft,
aber die Sachen eigentlich doch schon aus dem Ruder laufen, aber noch halb beherrschbar sind. Wenn man so auf das 21. Jahrhundert blickt und sagt, na gut, das wird es im Großen und Ganzen sein. Wenn nicht der Rest der Welt die Geduld mit uns verliert und uns einfach mal beiseite fegt, dann ist das so. Ich glaube, ich würde dem Autor widersprechen in der völligen Austrocknung von Widerstandspotenzialen. Das ist ja auch irgendwie eine beliebte Denkfigur, der Triumph des Kapitalismus war so fundamental, dass nichts geblieben ist als er, der besetzt das Feld zuletzt alleine und muss das, was die Arbeiterklasse besorgen soll, das Neoproletariat selber zustande bringen, kann er nicht, macht er auf diese blöde Art, die uns alle das Leben verdauert. Ich glaube nicht, dass das stimmt, aber ich weiß, dass das eine verbreitete Denkhaltung ist. Gerade bei Leuten, die schon ein linkes Selbstbewusstsein haben und auch nicht einflusslos in der Öffentlichkeit sind und vielleicht, dass ihre dazu beitragen, eine Atmosphäre der allgemeinen Ermüdung zu erzeugen oder der Müdigkeit zu erzeugen. Wir können nichts machen. Wir wissen nicht, wie es anders geht. Lass es uns doch so bleiben, wie es ist, so wie Sie vorhin gesagt haben. Lass es uns doch so bleiben, wie es ist. Es ist nicht okay, es funktioniert nicht gut, aber alles andere, was wir ins Werk setzen können, wird es vielleicht noch viel schlimmer machen. Ja, vielen Dank. Jetzt gibt es noch zwei Wortmeldungen. Gibt es noch eine? Oh, aber hallo. Da muss ich jetzt eine Zeitbegrenzung einführen der Beiträge. Also 2 bis 3 Minuten, einverstanden, damit wir noch zeitlich ungefähr hinkommen. Es haben sich jetzt, mögen alle noch mal die Hand heben, damit die Kollegen mit dem Mikrofon das sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute. Sie würde anfangen. Ja, ich mache es ganz kurz. Zunächst mal habe ich eine Frage, also würde ich das teilen, was Sie zu der Illegitimität von, von dem anderen Staaten erklären, wie der richtige Weg zu laufen hat. Das würde ich teilen und würde auch mal so die provokante These in den Raum stellen, dass die Kolonialgeschichte noch nicht beendet ist, wenn man mal Überfischung, Landgrabbing, Ressourcenabbau und so weiter betrachtet. Sie hatten, Herr Lessenich, ganz am Anfang gesagt, in Ihrem Eingangsstatement, die globale Ungleichheit müsste mehr thematisiert werden, unter anderem auch vor dem Hintergrund der aktuellen diskutierten internationalen Migrationsströme. Aber wie kriegt man das denn hin? Weil ich meine, die Gleichheit gefühlt misst man die ja nicht an dem Zustand von mir und einer Person in Somalia, sondern von mir und meinem Nachbarn. Und wenn der ein dolles Auto fährt, dann empfinde ich das ja als Ungleichheit, wohingegen globale Ungleichheiten ja im alltäglichen Bewusstsein ganz schwer nur zu aktivieren sind oder hervorzuheben sind, außer eben in einem appellatorischen oder in einem Gewissensappell. Und dazu nur eine Frage, wie man das aktivieren könnte. Ja, mich würde auch noch mal interessieren, neben den ganzen skeptischen Betrachtungen, die es jetzt auch gegeben hat, würde ich noch mal an das anknüpfen wollen, was der Herr Lessenich gesagt hat zu der neuen Meistererzählung. Und zwar auch im Anschluss daran, was die Vorrednerin gerade sagte, beispielsweise Fischereiabkommen, die Menschen in Westafrika oder auch in Somalia, die also auch Fluchtursachen darstellen. Wenn für viele Menschen hier dabei am Ende sozusagen das Resultat ist, dass das Schlemmerfilet Bordolese 10 Euro kostet statt 1,49 im Netto, dann ist das in der Wahrnehmung der Menschen natürlich ein Problem. Und wie kann dann eine Meistererzählung sozusagen eigentlich auch positiv aussehen? Also wo soll der Gewinn für die Menschen auch sein? Und zwar, dass es so diskutiert wird, eben über akademische Zirkel hinausgehend in einer einfachen Erzählung, wie Sie das genannt haben. Mein Name ist Gürzke vom Permanenten Forum der Zivilgesellschaft Brüssel, wo ich lange Zeit mitgearbeitet habe, wo wir auch an der Charta der europäischen Bürger und Bürgerinnen in der Vorbereitung des damaligen Beratung in der EU Vorbereitungen getroffen haben. Und da entstand folgende interessante
Variante zum gegenwärtig von vielen hier auch richtig kritisierten Lebens in einer kapitalistischen Gesellschaft, die sich jetzt globalisiert hat. Wenn ich also die Einladung zu dieser Tagung heute hier und morgen auch richtig verstanden habe, soll nicht so sehr die Kritik ausgebreitet werden am gegenwärtigen Zustand, sondern eher daraus schlussfolgert, mal die Vision nach vorne, den Blick nach vorne gerichtet werden. Ich habe hier also nicht lange zugehört, aber mir fehlt das ein bisschen zu sagen, so wie auch Einstein mal sagte, die Probleme kann man nicht mit der gleichen Denkweise lösen, mit der sie entstanden sind. Dass man also rangeht und sagt, Gleichheit und Gerechtigkeit, okay, von der DNA sind alle biologischen Lebewesen gleichberechtigt. Die haben alle die gleichen Voraussetzungen, um ein gerechtes Leben zu führen. Bloß in der Gesellschaft kommt der Einzelne sicherlich dahin, seinen Trieben mehr zu folgen, wenn diese Verfolgung seiner Triebe ihm mehr Macht, mehr Reichtum ein. Und die Geschichte der Menschheit begann ja in dem Moment, wo die Menschheit von der Sammler- und Jägerbewegung zur Sesshaften wurde. Da kämpfte man um seinen Grund und Boden, um mehr Nahrungsmittel und. Ich will das nicht ausführen. Unsere Vorstellung, die diese Situation heute nach Marx'scher Theorie, die Alternative des Kapitalismus, ist der Sozialismus. Ob man das nur Sozialismus jetzt nennt, so wie er früher geprägt wurde, oder sagt, eben eine sozial gerechte Gesellschaft, das ist jetzt nicht das Entscheidende. Aber jenseits des Kapitalismus, das heißt mit anderen Worten, Bolivien hat es vorgemacht, das Volk hat abgestimmt und hat mit Mehrheit, mit übergroßer Mehrheit gesagt, wir haben ein gemeinsames Gut, unseren Grund und Boden und die Rohstoffe in unserem Grund und Boden. Und auf dieser Rechtsgrundlage, die dadurch entstanden ist, dass das Volk ist mehrheitliche Meinung dann auch das Regelwerk darlegte, konnte niemand sich des Grund und Bodens bemächtigen und dadurch reicher werden und die Gerechtigkeit damit aushebeln. Jetzt entscheidet die Verwaltung dieses Volkes, ist also ein Beispiel, das kann man natürlich auch kritisch noch anwenden, aber naja, ich vielleicht ganz kurz gefasst, man sollte überlegen, ob die gemeinsamen Güter eines Volkes, das heißt einer Lebensgemeinschaft von Menschen in einem bestimmten Territorium, ob die nicht von den Bürgern gleichberechtigt verwaltet werden, so wie zum Beispiel ein in einer Genossenschaft produziertes Gut, ein Wert, das gemeinsame Eigentum aller anderen genossenschaftlichen Arbeitnehmer. Damit kommen wir zu einer Gerechtigkeit in Bezug auf die Anteilnahme an den vom Menschen und von der Natur geschaffenen Werten. Und dadurch lässt sich dann auch alles andere ableiten. Also hier mal von einer ganzen anderen Seite, von einer ethischen Seite auch rangehen, um dann zu einer Gerechtigkeit und Gleichberechtigung der Menschen zu finden. Das sollte man vielleicht länger, ich habe keine Zeit, sonst würde ich ein paar Gedanken dazu noch äußern. Okay, danke. David? Ja, ich will vielleicht nur, dass das sozusagen da nicht nochmal verschwindet, nochmal kurz einen Punkt rausgreifen. Herr Engler hatte vorhin ja bezogen auf Alex Demirovic auf dieses historische Konzept von Gleichheit verwiesen und hatte es so beschrieben, dass es ein umkämpftes, umstrittenes Konzept ist. Und ich glaube, dass das, was wir vorhin kurz hatten, nämlich diese Verwirrung um den Gleichheitsbegriff, genau Bestandteil dieser Historizität des Gleichheitsbegriffs ist. Und das sollte uns klar sein, wenn wir über Gleichheit und Gerechtigkeit reden, denn dass wir natürlich mit Kampfbegriffen operieren. Und dass die Art und Weise, wie wir den Begriff Gleichheit und den Begriff Gerechtigkeit verbinden, genau Bestandteil dieses diskursiven Kampfs ist. Also die meiste, längste Geschichte des politischen Denkens hindurch dient der Begriff Gerechtigkeit ja geradezu der Legitimation von Ungleichheit, also eigentlich seit Platon. Und diese Verbindung von Gleichheit und Gerechtigkeit, ich glaube, da müssten wir schon nochmal schauen, wie wir das begrifflich schärfen, vielleicht im Sinne von Stefan Lessenich mit den, aber dass uns das klar ist, dass wir eine scharfe Differenz brauchen für die alternative große Erzählung zwischen Gleichheitskonzepten und Homogenitätskonzepten.
und dass wir geradezu diese beiden Begriffe als verschiedene Begriffe verstehen müssen, damit klar ist, worum es geht. Ja. Dann würde ich jetzt sagen, dass wir hier noch. Einer ist noch. Entschuldigung, ja. Ja, ich möchte nur ganz kurz an Professor Engers Schlusswort noch ansprechen. Wir sollten aber auch auf unseren Zukunftskongress darauf achten, dass wir nicht darin verfallen, den Kapitalismus schon tot zu reden. Wir dürfen diese Gesellschaftsordnung nicht unterschätzen, in der wir leben. Da gibt es noch Potenzen und Kräfte, die die Jungs von der anderen Seite mobilisieren können. Wir sollten also sehr, sehr, sehr vorsichtig sein und uns auch darauf konzentrieren, welche Möglichkeiten sind da vorhanden im Großkapital. Das ist auch sehr differenziert. Das ist nicht nur Schwarz-Weiß-Malerei. Es gibt auch Millionäre, die für reiche Steuer und Millionärsteuer sind, beispielsweise. Also da würde ich jetzt von der Seite auch nochmal darauf hinweisen. Okay, von mir nur einen stimme ich Ihnen total zu. Und noch mal einen Satz zu Ihnen. Überlegen wir doch mal gemeinsam, was dem Reformbegriff passiert ist. Was ist seit den 1950er, 60er Jahren dem Reformbegriff? Er ist vollkommen enteignet worden. Er ist vollkommen okkupiert worden. Er ist in völlig andere Hände geraten. Und wenn wir heute was von Strukturreformen hören, kann ich so sagen, hands up. Lebensgefährlich unterdessen. Das ist die Geschichte der Enteignung eines Konzepts. Und sozusagen der Paradefall für ein kontroversielles Feld. Ja, sollen wir so kurz sein jetzt? Ne? Also, dann sage ich zwei Sätze. Also, ich schließe mich auch an. Also, wenn man den Kapitalismus totreden könnte, dann würde ich jetzt hier ein Filibuster starten und nicht aufhören, bis es soweit ist. Deswegen gehe ich auch nicht davon aus, dass es klappt. Ein Punkt ist, ich schließe mich vollkommen an, die Kolonialgeschichte ist nicht beendet, sie geht weiter. Sie haben schon Beispiele genannt, also vom Müllexport, ja, über die Ölförderung in Nigeria bis hin zu den Auslagerungen unserer CO2-Bilanz an anderer Standorte und deswegen haben wir so eine gute und so weiter und so fort. Ja, also ganz klar. Die Fragen konvergierten so ein bisschen in die Richtung, welche andere Erzählungen kann es geben und wie kommt man dahin? Also Sie haben gesagt, eigentlich ist der Sozialvergleich der unmittelbare, der lokale. Also ich vergleiche mich, wenn es um Ungleichheit geht, halt mit meinem Nachbarn und nicht mit jemandem im Niger-Delta. Ich denke, es gibt zwei Möglichkeiten, die werden wahrscheinlich, also die eine wird auf jeden Fall eintreten. Ich denke, dieser globaler Sozialvergleich wird sich gewaltsam in unser Leben reindrängen. Ja, also man muss jetzt keinen Katastrophendiskurs formulieren, aber die Migrationsströme, wenn man die so nennen möchte, weil das auch immer schon gewaltsam klingt, werden nicht enden. Ja, die werden stärker werden, das ist ganz klar. Also gerade im Zuge von Klimawandel und den Konflikten, den Ressourcenkonflikten, die daraus resultieren und den Nöten, werden wir es mit massivem Zuwanderungsdruck zu tun haben in Zukunft. Und deswegen, glaube ich, kommt der Sozialvergleich über unsere lokalen Vergemeinschaftungen oder vielleicht auch über die Nationalgesellschaft hinaus, der kommt in unser Leben, ja, und zwar gewaltsam. Und das andere ist aber, das habe ich angedeutet mit dieser konsequent internationalistischen Strategie, dass wir neben diesem gewaltsamen Eindringen von Ungleichheitsstrukturen und Dynamiken weltweit eine solche, ich würde das gar nicht sagen Meistererzählung, aber eine positive Erzählung entwickeln müssen. Ich glaube, ein Element davon ist, ich finde, wir haben nicht viel an Kampfbegriffen und Wertbegriffen, die dafür irgendwie in Anschlag zu bringen wären. Für mich ist es nach wie vor der Demokratie. Und der Demokratisierung, der radikalen Demokratisierung von Politik und Ökonomie hierzulande und weltweit. Das ist vielleicht ein bisschen abgegriffen, aber ich glaube vom Wertgehalt, ja, und von der Wertigkeit dessen, was dahinter steht, nämlich das gleiche Recht der Partizipation an den relevanten Entscheidungsprozessen wie
produziert wird, wie konsumiert werden soll, was vielleicht nicht mehr produziert werden soll, wie wir die politischen Entscheidungsprozesse selber gestalten, in ihren Verfahrensweisen, in den Institutionen, die dafür zur Verfügung stehen. Ich denke, radikale Demokratisierung ist die Positiverzählung. Und radikale Demokratisierung müsste der Rahmen dafür sein, auch eine ökonomische Positiverzählung zu entwickeln, nämlich, dass das Leben, also Postwachstumskolleg, dass das Leben nach dem Wachstum zwar auch, und das würde ich nie bestreiten, gemessen an unseren gegenwärtigen verallgemeinerten Lebensführungsmustern, Verzicht in Anführungszeichen ist, aber auch eine gewaltige Chance auf Autonomie, auf Autonomisierung von bestimmten Zwängen. Und ich glaube, das sind Elemente einer Positiverzählung, die natürlich schwer zu institutionalisieren ist, aber die, denke ich, unsere zentrale Aufgabe sind jetzt für die nahe und entferntere Zukunft. Ja, danke. Wir haben ja diese Debatte im ersten Teil sehr stark fokussiert auf Diskurse und versucht, das hin und her zu wenden. Und das hat ja wirklich damit zu tun, dass diese Frage Gleichheit und Ungleichheit, Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit, also extrem mystifizierungsanfällig ist. Und da gibt es Erzählungen ohne Ende zum Zwecke der Legitimation. Deswegen finde ich, und jetzt komme ich zu diesem Stichwort Streeck und das Ende des Kapitalismus, dieses Textes, da geht es ja auch um Historisierung. Und wenn eine solche Debatte, wie wir sie geführt haben, dazu führen würde und dazu beitragen könnte, dass wir bei der Historisierung des neoliberalen Lobs der Ungleichheit und von Verhältnissen von Ungerechtigkeit weiterkämen, als wir das in den letzten 30 Jahren gekommen sind, weshalb das sehr viel mehr und dauerhafter auf der Tagesordnung stehen muss, auch von unserer mächtigen Stiftung, dann wäre der Zweck dieser Debatte unglaublich gut erfüllt, weil ich persönlich war richtig erleichtert, als ich diese Überschrift in den Blättern, der Mitherausgeber ich bin, gelesen habe, was nebenbei ein Trick der Redaktion war, oben auf dem Deckel zu schreiben, das Ende des Kapitalismus, huch, wo sind die hingeraten, fleckt man auf, dann geht es nur um die Art und Weise, wie das geht. Das ist wieder was anderes, aber es war etwas, was historisierte. Es war ein richtiger Durchbruch in der Debatte. Es gibt natürlich bestimmte Leute, die das tun, aber es hat nicht diesen Charakter eines diskursiven Durchbruchs. Und deswegen fand ich das so wichtig und würde ich mir wünschen, dass wir so eine Diskussion fortsetzen könnten, in der dieses Thema Gleichheit, Ungleichheit in Richtung Historisierung betrieben wird und am Ende es dann ganz selbstverständlich sein könnte, einfach von Gleichheitspolitik zu reden, was ein praktischer Begriff ist für die wirkliche Politik, die stattfindet. Nicht nur von Ungleichheit, sondern die politischen Projekte, die auch im Rahmen der Linken stattfinden, danach durchgebrieft werden, ist es ein Beitrag von der Gleichheitspolitik? Was leistet sie für die Gestaltung der Verhältnisse von Ungleichheit und Gleichheit? Es gibt Beispiele wie der berühmte Plan B, wo das nach einer gewissen Zeit in ein Projekt der Linken hineingesickert ist. Das fand ich sehr interessant. Da gibt es aber viele Politikfelder, wo das noch nicht der Fall ist und wo es niemand anderen gibt als die Linke, ganz im Gegensatz zu Streeck. Ich finde auch, dass das die Hauptschwäche ist, er sieht überhaupt keine Akteure mehr, wo es aber im Moment niemand anderes als das ganz weite Feld einer Linken ist und des linken Denkens da weiterzukommen. Ich darf mich bei euch bedanken und bei dem Publikum und es geht ja noch weiter. Okay, danke.